Liebe Studierende, herzlich willkommen zur heutigen Vorlesung. Mein Name ist Jens Dittrich und wir reden heute weiterhin über Datenbanken. Wir haben ja letztes Mal ein bisschen Indexstrukturen angeschaut. Nochmal kurz zur Erinnerung, wie sah das aus? Wir hatten solche baumstrukturierten Indexe, habe ich Ihnen gezeigt. Und ich habe streng unterschieden, logische Indexe, physische Indexe. Logische Index, nochmal als Kurzzusammenfassung, das ist sowas wie ein sowas wie hier, auf dieser Folie hatten wir das gesehen, das ist eher das Konzept. Ja? Also was mache ich konzeptuell? Versus physische Indexe geht dann Richtung, wie implementiere ich das? Was für Entscheidungen treffe ich, um eine bestimmte Sache umzusetzen? Und ich hatte Ihnen ja als Zusammenfassung, haben wir in diese Folie haben wir diskutiert, und ich hatte Sie darauf hingewiesen, bitte verwechseln Sie das in keinem Fall, das sind zwei verschiedene Konzepte, logisch und physisch, und es hilft gerade am Anfang, wenn man anfängt mit Informatik, Data Science, AI, dass man mal versucht, das auseinanderzuhalten, jedes Mal, wenn man ein neues Konzept kennenlernt. Dann haben wir noch ein bisschen reingeguckt in diese Implementierung. Ich hoffe, Sie haben mal reingeguckt in dieses Notebook. Das war natürlich konzeptuell ein baumstrukturierter Index. Das ist der logische Index dahinter. Und physisch habe ich ihn umgesetzt als Verzeichnisse und Dateien auf einem Dateisystem. Wobei ich viele, viele Entscheidungen getroffen habe. Ich habe gesagt, nee, ich lege die Dateien als CSV ab, als Text. Das würde man aus Effizienzgründen natürlich nicht machen. Aber es hat hier den Vorteil, ich kann jede CSV-Datei mit jedem Texteditor mal reingucken, um zu schauen, hey, stimmt das denn, was der Index da macht? Und was ist da überhaupt drin? Das war mal nur ein Beispiel, wie man Index relativ leicht implementieren kann. So, und heute gehen wir natürlich einen Schritt weiter und schauen uns mal mehrdimensionale Indexe an. Weil, warum mehrdimensional? Naja, Google Maps ist ja zweidimensional mal mindestens. Länge und Breite, XY-Richtung, da sind ja verschiedene Kartensegmente. Und heute gucken wir uns ein bisschen an, wie wir auf diese Kartensegmente eigentlich zugreifen, was es da für Ideen gibt, wie man das macht. Aber zunächst nochmal, wenn man jetzt so einen Index hat, kann man sich erstmal überlegen, und die Frage kam letztes Mal auf, ich glaube, jemand von Ihnen hat schon gefragt, ja, ist das denn optimal, das so zu machen? Oder ja, wie schnell ist das dann? Mache ich das so oder so? Man kann jetzt auf verschiedene Arten und Weisen die Performance, die Leistung eines Index, aber auch jeder anderen Software in der Informatik, kann man analysieren. Sie werden das in der separaten Vorlesung theoretische Informatik kennenlernen. Da gucken Sie sogenannte Komplexitätsklassen an. Aber auch in Algorithmen und Datenstrukturen werden Sie auch viel über Komplexitätsklassen reden. Das ist aber nur eine Seite dieser Geschichte. Sie können ganz, ganz viele, Sie können in ganz vielen unterschiedlichen Einheiten die Performance eines Index messen. Und da gehen wir mal kurz das durch. Also zum einen können Sie natürlich die sogenannte die Laufzeit messen. Ja? Also wie bei, das heißt Wall Clock Time, also die Laufzeit, die Zeit, die vergeht, um eine bestimmte Operation durchzuführen. Wie lange dauert es, eine bestimmte Suche auszuführen auf diesem Index? Sie drücken auf eine Stoppuhr, machen die Suche auf dem Index, drücken wieder auf die Stoppuhr und die Zeit, die vergangen ist, das ist die Zeit, das ist Ihre Performance, das ist Ihr Maß, mit dem Sie den Index messen. Sie können aber auch die CPU-Zyklen, die Clock-Cycles, die vergangen sind, können Sie einfach zählen. Das ist auch ein wichtiges Maß, um die Performance eines Index zu messen. Was ich Ihnen ja schon erzählt habe, hier im Kontext von Datenmanagement, Big Data, spielen diese Clock-Zyklen nicht unbedingt eine Rolle. Da kann auch eine große Rolle spielen, was sind die IO-Operationen? Also was treibe ich da auf der Speicherhierarchie? Ja, wie lange kostet es mich, da nach Hawaii zu laufen, ne, auf die Festplatte zuzugreifen oder auf DRAM? Das ist in der Datenbankwelt ein viel, viel wichtigeres Maß. Also oft ignorieren wir komplett die zwei. Das spielt überhaupt keine Rolle, weil es wird alles dominiert durch diese Operationen auf der Speicherhierarchie. Dann ein wichtiges Maß ist die Robustheit für verschiedene Workloads. Workloads heißt verschiedene Arten von Anfragen. Ja, auf was greife ich denn zu in meinen Daten? Ja, greife ich immer auf Europa zu und relativ wenig auf Alaska? Das können Sie sich überlegen beim Google Maps. Ja, da, wo viele Leute wohnen, wird wahrscheinlich viel drauf zugegriffen. Da müssen Sie vielleicht andere Sachen machen, als in den Bereichen, wo kein Mensch wohnt und selten jemand hinguckt, in, weiß nicht, Sibirien oder so, oder in die Arktis. Dann ein wichtiges Maß in der Informatik ist auch die Anpassbarkeit oder Adaptability. Wie kann sich mein Index an neue Gegebenheiten, neue Situationen anpassen? Man kann Software und Indexe so bauen, dass sie das automatisch machen. Schreib- versus Leseperformance hatten wir auch schon kurz angerissen, als wir uns überlegt haben, ja, wie ist denn das, wenn mehrere Nutzer auf diesen Google-Index zugreifen, die lesen ja alle nur. Der Einzige, der diesen Index updatet, ist Google
Und alle anderen hunderte Millionen Nutzer oder Milliarden Nutzer, die Google Maps hat, die lesen ja nur. Also schon eine sehr besondere Situation. Im Gegensatz zu jeder kann diese Karten verändern. Das wäre was ganz anderes. Dann ganz wichtig in der Big Data Welt ist die Skalierbarkeit, Scalability. Also was passiert, wenn die Anzahl der Anfragen zunimmt, wenn die Daten größer werden, funktioniert meine Software immer noch genauso gut wie vorher. Das ist eine typische Designfalle, in die man als Informatiker rennt, dass man denkt, man baut eine Lösung, man hat, weiß nicht, 1000 Nutzer im Hintergrund und dann denkt man erst, für 1000 Nutzer geht das und wenn jetzt 10.000 Nutzer das benutzen, dann geht das auch noch. Ja, da mache ich, klicke ich dreimal rum, alles gut. Alles Quatsch. Ja. Also meistens ist es so, das ist auch eine. Da gab es einen berühmten Artikel mal von Google, glaube ich, darüber, die gesagt haben, mit jeder Größenordnung, die das System wächst, müssen andere Lösungen gewählt werden. Also man sieht oft, dass für eine andere Skala eine ganz andere technische Lösung notwendig ist. Ja. Natürlich ist es ideal, wenn man die Systeme von vornherein so baut, dass sie skalieren, auch wenn man Größenordnungen mehr Anfragen schickt oder die Daten in Größenordnungen wachsen. Aber das ist nicht immer so leicht möglich. Also da gibt es meistens so einen Schritt, wo man sagen muss, okay, ich schmeiße alles weg, ich mache es komplett neu, weil das skaliert nicht. Ja. Das ist ein wichtiges Designphänomen. Ja, dann dieses ganze Thema Single-Level versus Multithreaded-Performance. Also ich habe nur einen Programmfaden, der läuft, oder es sind mehrere. Das sind Sachen, die hier. Also hier schreibt gerade jemand im Lecture-Kanal eine Frage, die nicht zur Vorlesung gehört. Bitte den Lecture-Kanal in Discord nur benutzen für Fragen, die direkt zur Vorlesung sind. Okay? Dankeschön. Ja, dann der neunte Punkt, den Speicherverbrauch. Das kann auch ein wichtiges Kriterium sein. Also wie viel Hauptspeicher habe ich zur Verfügung? Wie viel Festplattenspeicher habe ich zur Verfügung? Da kann ich natürlich mir auch über Gedanken machen. Ja, das sind so Kriterien, die möglich sind für einen Index, aber auch generell für Software. Und man kann nicht immer sagen, dass das eine Kriterium jetzt gerade generell wichtiger ist als die anderen. Also es hängt immer sehr an der Applikation, an dem Use Case, worauf man sich fokussiert und worauf man achten muss. Ja, und im Wesentlichen werden Sie sehen, in Ihrem Studium gibt es eigentlich nur drei Arten, um Software, die Performance von Software zu analysieren. Und das ist ein ganz großartiges Buch, in dem das beschrieben ist. Das ist von Ray Jane. The Art of Computer Systems Performance Analysis, das würde ich auch sagen, ist wahrscheinlich eines der 20 wichtigsten Bücher der Informatik. Schauen Sie mal rein, uralter, ist von 91 uralt, aber trotzdem super. Das steht bei uns auch in der Bibliothek, können Sie ausleihen. Tolles Buch. Vielleicht auch nicht im ersten Semester lesen, aber so mal im dritten, vierten Mal dran denken. Nun mal die grobe Zusammenfassung hier für Sie. Brauchen Sie das Buch nicht lesen, lesen Sie später mal. Im Wesentlichen, also alle reden von Performance in der Informatik. Und im Wesentlichen gibt es aber nur drei Klassen von Methoden, um Performance zu analysieren. Ja, und das sind diese drei hier. Ja. Auch behalten Sie das auch im Hinterkopf, immer wenn jemand über Performance redet. Das sind diese drei. Und versuchen Sie immer, sich klarzumachen, okay, wir reden über Performance, aber in welcher Klasse sind wir jetzt? Ja. Und als erstes ist das ein analytisches Modell. Das ist ein mathematisches Modell, was irgendwie die Performance beschreibt. Das können sein Komplexitätsklassen, wie sie in der theoretischen Informatik sehr viel benutzt werden. Das können aber auch etwas genauere Modelle sein, wie sogenannte Kostenmodelle. Also eine Funktion, die eine echte Vorhersage macht. Sie schreiben eine Funktion, sie geben irgendwelche Werte da rein und die sagt, das dauert 42 Millisekunden, ohne das Programm auszuführen. Da haben Sie eine Vorhersagefunktion und das Ganze nennt man dann Kostenmodell. Die zweite Methode, Performance zu analysieren, ist über eine sogenannte Simulation. Also Sie haben ein ausführbares Modell, das Ihnen die wesentlichen Effekte dieser Software vorhersagt. Also kennen Sie vielleicht, also wenn Sie ein Auto bauen, wird das genauso gemacht, ja? Oder irgendeinen wichtigen Gegenstand, der in jedem Fall funktionieren muss. Aber ein Auto ist vielleicht ein gutes Beispiel. Das Ding wird erstmal simuliert im Computer, bevor Sie das auf die Straße stellen. Werden da alle möglichen Aspekte simuliert, physische Simulationen, wird genau geguckt, wie heiß wird die Bremsen, funktioniert die Lenkung genauso, wie sie soll und so weiter und so fort. Ja. Darüber kann man auch, also man kann auch in Simulationen Performance-Modelle bauen, die Performance simulieren und dann eine Aussage treffen. Die dritte Art, Performance zu analysieren, ist ein Experiment. Das ist das, was die meisten machen, dass sie sagen, okay, ich nehme meine Software, ich habe sie mehr oder minder vollständig implementiert. In der Datenbankwelt heißt das, wir haben ein paar Daten, wir haben ein paar Anfragen, ja, versuchen diese Anfragen auszuführen auf diesen Daten, gucken,
wie lange das läuft. Ja. Das ist die dritte Art, Performance zu analysieren. Und das Wichtige ist jetzt, was Sie sich merken müssen, ist, dass keine dieser Methoden besser ist als die andere. Also man ist oft in so einem, also oft ist es so, dass Leute in einer Welt drin sind, in einer Methode und sagen, nee, ich mache nur Experimente oder ich mache nur analytische Modelle. Das ist nicht gut. Ideal ist es, wenn Sie mindestens zwei davon immer benutzen. Wenn Sie die Performance verstehen wollen von einem System, nehmen Sie immer mindestens zwei und versuchen Sie, die Ergebnisse dieser zwei abzugleichen. Das heißt zum Beispiel, wenn wir in einer Gruppe die Performance analysieren von irgendwas, dann machen wir ein Experiment typischerweise und aber auch irgendwie ein analytisches Modell, das heißt bei uns Kostenmodell, und gleichen Ergebnisse ab. Ja, wir gucken, wir haben eine Vorhersage gemacht, wie lange das dauern soll, was die Performance ist. Stimmt das überein mit dem, was ich in der Realität sehe? Ja, das geht auch im Kern auf die wissenschaftliche Methode zurück. Also wissenschaftliche Methode heißt, man hat Modelle gebaut, diese Modelle machen Vorhersagen und diese Vorhersagen kann man überprüfen an der Realität. Ja, das ist typischerweise hier, was Sie hier auch sehen. Das heißt, Sie können mit so einem Kostenmodell eine Vorhersage machen. Die können Sie jetzt an der Realität mal überprüfen. Und wenn das nicht übereinstimmt, dann haben Sie ein Problem. Ja, dann müssen Sie gucken, okay, entweder ist mein Modell kaputt oder die Software. Oder beide sagen das Gleiche, das passiert auch. Und stimmen überein und beide sind falsch. Gibt es auch. Also alles ist hier möglich. Aber wichtig ist für Sie, wenn Sie wirklich verstehen wollen, die Performance, nehmen Sie immer zwei dieser Methoden. Zwei dieser Methoden, und wenn wir die übereinstimmen, ist schon hohe Wahrscheinlichkeit, dass das wirklich in die richtige Richtung geht, was Sie machen. Genau. Also wir haben das so ein bisschen angeschaut, auch in diesem letzten Jupyter-Notebook. Da habe ich diese Dummy-Funktion ja gebaut, in diesem Performance-Primer. Da haben wir schon so ein bisschen da reingeguckt, ne? Und ich Ihnen erzählt, okay, von der Laufzeit, was Sie da sehen, also das ist diese sogenannte Komplexität, ja, also Sie hatten linear viele Funktionsaufrufe, logarithmisch linear und dann quadratisch viele. Das sieht alles gleich aus im Code. Aber dann hängt es halt davon ab, was innen drin in der Schleife passiert, ob ich da einmal multipliziere oder ob ich auf die Speicherhierarchie zugreife, ist ein Riesenunterschied. Also von der Laufzeit her ist das Gleiche, die Komplexitätsklasse ist dieselbe, aber die Kosten sind erheblich anders. Wir hatten Faktor 1000 oder 10.000 in diesen Beispielen. Ja, so viel mal zur Performance. Also die kurze Antwort hier, das ist nicht so ganz einfach, aber es gibt diese drei Methoden, wenn man die im Hinterkopf behält, dann hilft das so ein bisschen, Diskussionen über Performance einzuordnen. Und hier nochmal eine grafische Übersicht, was da eigentlich passiert. Also es gibt, wie gesagt, diese drei Methoden. Analytische Modellierung, und ich habe das hier mal als Visualisierung, wie nah auf dem Boden, wie nah an der Realität, ja, down to earth im Englischen, ist man hier eigentlich. Und das ist so, was hier mit dieser mittleren Spalte gemeint ist, mit so einem Experiment ist man eigentlich am nächsten dran, an dem, was da wirklich passiert, ja, relativ nah am Boden dran. Simulation muss schon gewisse Sachen weglassen, abstrahieren. Ja, man ist schon ein bisschen weiter weg von der Erde und so ein analytisches Modell ist meist sehr, sehr abstrakt, ja, lässt sehr viele Sachen weg und dass man schon, ja, da sieht man auch, okay, das ist eine blaue Scheibe, ja, man sieht nicht mal die einzelnen Details von Kontinenten oder ob da irgendwelche Wolken sind. Das heißt aber nicht, dass dieses analytische Modell schlecht ist. Ja. Analytische Modelle haben einen Riesenvorteil, dass sie oft sehr, sehr stark generalisieren. Das heißt, wenn Sie im analytischen Modell irgendwas feststellen, dann gilt das meist für alle Maschinen und generell überhaupt, egal wie Sie es implementieren. Ja, das sind sehr wichtige generische Aussagen, die man da treffen kann. Aber der Punkt ist halt, dass es halt manchmal auch Sachen weglässt, die nicht hilfreich sind. Und also bei der Generalisierbarkeit ist es halt so, die ist beim analytischen Modell am größten, bei der Simulation ist es so mittel und beim Experiment, ja, da muss man halt aufpassen bei einem Experiment, man kann dann oft Aussagen treffen über einen Algorithmus, in diesem Fall einen Index, aber manchmal vermischt man das auch mit Aussagen über die konkrete Hardware oder über die konkrete Implementierung. Und dann wird es halt schwierig. Ja? Also man sieht oft Experimente, da wird gesagt, ja, mein Algorithmus ist so viel besser, ja, zehnmal besser als der alte Algorithmus. Ja, aber du musst mal halt auch hingucken, ja, wie ist er denn implementiert? Welche Maschine hast du benutzt? Ist es auf der Maschine denn vielleicht besser für deinen Algorithmus als für die anderen? Also wird es dann haarig und da muss man aufpassen. Also die Generalisierbarkeit ist dann nicht so gut gegeben. Versus, wenn ich weiter in diesen abstrakten Bereich gehe, kann ich stärker generalisieren.
Ja, aber bin vielleicht nicht so genau in meinen Aussagen. Ja, so viel mal dazu. Was habe ich denn jetzt hier geklickt? Das wollte ich nicht. So. Ja, und wir hatten ja schon die Punktanfragen, diese Gleichheitsanfragen. Und um jetzt Kartensegmente angucken zu können, müssen wir noch ein paar andere Konzepte einführen. Und das sind die sogenannten Intervallanfragen oder eindimensionale Range Queries im Englischen. Und das ist jetzt ein bisschen ähnlich wie die Punktanfragen, wenn Sie sich die Definition vom letzten Mal angucken. Also wir haben wieder so ein Schema, auf dem wir das definieren. Wir haben hier ein Attribut, was wir uns angucken. Das ist irgendwie auf diesem Schema definiert. Wir haben ein non-kategorisches, eine non-kategorische Domäne, das heißt, die ist irgendwie aufzählbar. Ja, also ich kann irgendwie sowas wie ein kleiner, größer definieren. Das macht irgendwie Sinn in dieser Domäne. Und ich habe zwei Konstanten, L und H, definiert, auch aus dieser Domäne DI. Ja, also L für Low und H für High. Und ja, was ist jetzt eine Range Query? Das ist ganz einfach. Ich sage einfach einen Bereich. Also im Grunde ein Intervall gebe ich an. Ich will alle Attributwerte haben, die zwischen diesem L und zwischen diesem H liegen. Ja, also hier haben wir ein Beispiel gemacht. Ich will alle Zoom-Level haben, die zwischen 2 und 4 einschließlich liegen. Also 2, 3, 4. Wenn es jetzt eine reelle Zahl wäre, dann wäre natürlich auch noch 2,3, 2,4 und so weiter und die ganzen Nachkommastellen. Aber da hier der Zoom-Level eine ganze Zahl ist, gibt es hier nur drei mögliche Werte natürlich dafür. Das ist alles. Das ist eine eindimensionale Range Query, Intervall Query und die kann man natürlich immer auch als so ein Intervall schreiben. Hier habe ich es mal gemacht. Hier ist das Intervall von L bis H einschließlich. Und Sie haben ja Intervalle in der Schule alle kennengelernt, hoffentlich. Da wissen Sie, die kann man auch halb offen definieren. Das heißt, ich kann auch jede beliebige Spielart hier unten definieren, dass ich sage, die können komplett offen sein, halb offen oder geschlossen, so wie in diesem Beispiel. Also ist mal die Frage, ob die Grenzen selber drin sind oder nicht. Ja, ich muss nur diesen Operator ändern, ob der als kleiner gleich steht oder echt kleiner. Und schon habe ich dieses Prädikat, also diese Bedingung, entsprechend angepasst. Das ist eine Intervallanfrage. So, damit können wir uns mal überlegen, wie jetzt eigentlich so ein Index eine Intervallanfrage unterstützt. Wie würde man das machen? Naja, man könnte die einfach in eine Punktanfrage übersetzen. Ja, das wäre Punktanfragen kennen wir schon. Also der Wert muss genau einer Konstanten entsprechen. Das heißt, wenn wir so eine Bedingung haben, ja, also irgendwie das Attributwert muss dazwischen sein, dann können wir sagen, okay, das gibt mir einen Teil des Wertebereichs von der Domäne DI. Ja, das heißt, ich kann mir ja jetzt alle Konstanten, die im Schnitt liegen. Ja, also wenn das der Wertebereich ist, DI, kann ich den ja schneiden mit diesem Intervall, was mich interessiert. Dann nehme ich mir alle Werte raus, einzeln, und schicke für jeden dieser Werte eine Punktanfrage an diesen Index. Okay, das mache ich hier. Das heißt, das ist jeweils eine Punktanfrage mit einem Wert. Ich will alle Werte wissen, die exakt C entsprechen. Das ist die Punktanfrage vom letzten Mal. Und hier dieser Vereinigungsoperator gibt mir einfach alle Cs, alle Konstanten raus, die in diesem Intervall liegen, wenn ich es mit der Domäne DI schneide. Ja? Also ein Beispiel, versteht man es immer am besten. Hier haben wir nochmal die Anfrage von 2 bis 4 einschließlich. Das kann ich leicht übersetzen, nämlich sage, Zoom-Level habe ich Integer definiert, also mache ich doch einfach das so. Ich sage, das hier auf der linken Seite entspricht der Punktanfrage für alle Zoom-Level gleich 2, für alle Zoom-Level gleich 3, für alle Zoom-Level gleich 4. Das ist in diesem Fall äquivalent, weil ich weiß, dass der Zoom-Level eine ganze Zahl ist. Ja? Kurze Trinkpause. So, und ich habe den Ton wieder angemacht. Toll. Das kann ich auch hier machen für die X-Position. Wenn ich weiß, dass die X-Position Integer ist, ja, dann kann ich genauso das 0 bis 3 ausrollen in Union von 0 bis 3. Das ist eine äquivalente Anfrage, solange ich im Integer-Bereich bleibe. Das kann man machen. Also man kann so eine Range Query ausrollen, einzelne Punktanfragen, aber das ist eben nur machbar oder überhaupt möglich, wenn ich weiß, dass die Anzahl der Elemente in dem angefragten Bereich, also ich habe das hier immer noch mal, das kann ich jetzt nicht zeigen, irgendwie markiert er das blöd. Also wenn ich dieses Intervall, das Anfrageintervall schneide mit der Domain,
dann sagt dieser Operator, das ist ein Strich, das ist der sogenannte Kardinalitätsoperator, ich habe es unten noch hingeschrieben, das gibt die Anzahl der Elemente in dieser Menge zurück. Also das ist ja eine Menge, die ich hier zurückkriege. Wie viele Elemente liegen im Schnitt von Intervall L bis H mit DI? Das gibt mir eine gewisse Anzahl von Elementen. Wenn das klein ist, ja, klein, was immer das hier heißt, dann kann ich da mal darüber nachdenken, diese Methode. Also hier hatten wir ja jeden Fall, da kommen drei Elemente raus beim ersten Beispiel, beim zweiten kamen vier Elemente raus. Das ist kein Ding. Ja? Aber wenn der 100.000 oder Millionen oder ja, beliebig viele rauskommt, dann funktioniert das nicht mehr. Also das ist eine Methode, die ich durchaus machen kann. Die ist billig. Da muss ich nicht groß drüber nachdenken. Ja, hier können wir mal ein bisschen drüber nachdenken. Wie übersetzen Sie das mal? Und da können wir mal ein bisschen im Discord drüber reden, wie Sie das machen. Also erste Anfrage. Sie wollen alle in diesem Bereich haben. Machen Ihre Anfrage entsprechend. Was nun? Wie würden Sie es umsetzen? Mit dem, was ich oben erzählt habe. Freiwillige vor im Discord Lecture-Kanal. Na, was machen wir hiermit? Wie setzen wir diese Anfrage in Punktanfragen um? Hat jemand eine Idee? Trauen Sie sich. Ja, da traut sich einer. Super. Dezimalstellen, ganze Zahl umwandeln, sagt ja, wir könnten die Werte prozentual steigern. Jede Nachkommastelle einzeln. Okay, jede Nachkommastelle einzeln. Das wird aber teuer. Hm? Also versuchen Sie mal darüber nachzudenken. Sie haben eine Anfrage, die hier mit, also wir haben nicht echte reelle Zahlen im Computer, weil reelle Zahlen hören ja nie auf. Ja? Also kann man natürlich machen, kann man simulieren, aber letztendlich brechen die immer irgendwo ab. Ja? Das heißt, das sind immer rationale Zahlen letztendlich, auch wenn viele Nachkommastellen sind. Also man könnte ja mal überlegen, was sind denn die Daten, die ich anfrage, was haben die denn für einen Typ versus wie sind denn die Grenzen? Also das ist hier eine Unterscheidung, über die ich jetzt nachdenken kann. Ja? Mal gucken, man müsste zuerst einen Schnitt mit der Domain machen, um zu wissen. Ja, da schreibt jemand, müsste er zuerst einen Schnitt mit der Domain machen, um zu wissen, was wir eigentlich brauchen. Sehr gut. Wenn wir einen geordneten Index haben, können wir den ersten und letzten Wert finden. Auch sehr gut. Hatte ich gezeigt. Ne? Mit ISIM. Ich müsste eigentlich nur auf den ersten Wert gehen, ja, als Punktanfrage. Und wenn wir dann diesen Baumindex haben, ja, dann könnte man irgendwie versuchen, den ersten und letzten Wert finden und dann wüsste man, dieser Bereich dazwischen, das ist alles, was mich interessiert. Das ist eine sehr gute Antwort, ja, da werde ich gleich noch ein bisschen was zu erklären, wenn wir uns die Indexe angucken. Aber wenn wir mal von dem Index jetzt abstrahieren, wir sind auf der logischen Ebene, denken Sie dran, ich habe jetzt nicht gesagt, was für ein Index das ist. Wenn es nur mal darum geht, die Entscheidung, ich übersetze das in Punktanfrage, wie würden Sie das machen? Also man muss unterscheiden, stellen Sie sich vor, Sie haben eine Integer-Domain in den Daten, die Sie anfragen, dann geht es ja letztendlich, also Sie müssten sich jetzt an dieser Stelle überlegen, was ist denn das für ein Bereich, den ich anfrage. Ja, wenn ich beide abrunde, oder den einen ersten könnte ich abrunden, den zweiten könnte ich aufrunden, hätte ich eine Anfrage von 0 bis 1. Also was für einen Sinn das auch immer macht. Ja? Also wenn Sie nur Integer-Daten haben, also das ist ein ungeeignetes Intervall. Stellen Sie sich mal vor, wir hätten hier, nehmen wir mal Folgendes. Sie wollen alles von 0,3 bis 1,45. Das können Sie umwandeln in eine Anfrage von 0 bis 2. Also das hier abgerundet, das hier aufgerundet. Sie geben alles dazwischen zurück. Und was Sie zurückkriegen, sind letztendlich dann nur Integer. Das heißt, Sie würden eine Anfrage stellen an 0, 1 und 2. In diesem Fall. Das wäre eine Möglichkeit, das zu übersetzen. Wenn die Domain aber selber solche Kommazahlen, rationale Zahlen enthält, dann können Sie das nicht vernünftig umsetzen mit der Methode. Das macht keinen Sinn. Ne? Das ist einfach viel zu viele Punktanfragen, die dadurch entstehen. Das Gleiche passiert hier bei sowas, ja? Bei Characters. Sie können nicht jede Kombination von Characters als Punktanfrage auf den Index schicken. Das ist viel zu teuer. Macht keinen Sinn. Hier müssten Sie 1000 Punktanfragen schicken. Ja, für 1, 2, 3, 4, 5 und bis 1000.
Das macht auch keinen Sinn. Hier 10 Punktanfragen. Ja, vielleicht geht das noch. Ja, okay, alles gut. Hängt davon ab, wie man die Range Query effizienter vielleicht beantworten könnte. Aber das ist die einzige Frage, wo man mal rüber, die einzige Anfrage, bei der man mal rüber nachdenken kann. Alle anderen machen garantiert keinen Sinn. Ja? Also das nur mal als Motivation. Also man kann das hier machen, aber denken Sie dran, es ist immer diese Bedingung, nur wenn diese, die Anzahl der Werte, der gleichen Werte sehr, sehr klein ist, dann macht das überhaupt Sinn. Ne? Also es ist eine triviale Umsetzung von Range Queries, aber eine, die nur unter sehr bestimmten Bedingungen funktioniert. Wenige Punktanfragen. Deswegen gibt es noch mindestens zwei andere Möglichkeiten, das zu machen, die viel interessanter sind. Und das erste ist, dass ich einen Suchalgorithmus habe auf meinem Index, der das unterstützt, der also nicht nur Punktanfragen kann, sondern auch diese Range Queries, Intervallanfragen unterstützt. Beziehungsweise ich ändere meinen Index sogar ein bisschen, dass Range Queries besser funktionieren. Wir werden mal beide Sachen angucken, aber wir gucken uns mal die Option 2 zuerst an. Also, was machen wir damit mit einer Range Query? Wir könnten es ja so machen, wir haben ja den Baum letztes Mal ja schon gesehen. Hier ist wieder, das ist ein binärer Baum. Warum binär? Weil immer von jedem Knoten gehen zwei Pfeile aus. Kann man auch anders machen, aber mal als einfaches Beispiel. Also genau wie wir das letzte Mal gesehen haben. Und wenn ich jetzt ein Intervall habe, 2,14, dann kann ich Folgendes machen. Ich kann sagen, ich interpretiere das erstmal als eine Punktanfrage. Das heißt, ich gucke mir nur die linke Grenze an, 2, egal ob halb offen oder egal ob das jetzt ein offen oder ein geschlossenes Intervall ist, links. Völlig schnurz, ich gucke mir diese Grenze an. Als Punktanfrage. Punktanfrage kann ich, alles gut. Ja? Das heißt, ich renne hier runter bis zur 2 und finde dieses Tupel, was jetzt hier drin ist in diesem Fall. So, was mache ich jetzt? Jetzt könnte ich eine zweite Anfrage, und ich glaube, das ist das, was einer von Ihnen hier gerade auch vorgeschlagen hat. Jetzt könnte ich eine zweite Punktanfrage auf den Index schicken mit der 14. Ja? 14, okay, das ist dieser rote Bereich, dann bin ich hier unten. Jetzt weiß ich, da diese Daten geordnet sind in diesem Index, ja, also in diesem Hash-Index, den wir letztes Mal hatten, würde das nicht gehen, aber da hier die Daten geordnet sind, in diesem Index weiß ich jetzt, alles, was zwischen diesen beiden Werten liegt, dieser Bereich, das ist Teil des Ergebnisses dieser Anfrage. Ja, also alles, was ich hier grau unterlegt habe, gehört dazu. Ja, insbesondere hier die Datenebene. Das sind die Daten, die mich interessieren, 2a, 6c, 7b, 11a, 14b, das ist das, was Teil des Ergebnisses der Anfrage ist. Alles andere nicht. Also ich könnte meinen Suchalgorithmus so verändern, dass er nicht nur links und rechts runter rennt, sondern diesen kompletten Bereich traversiert. Ja, dass ich sage, okay, du gibst alles zurück, was in diesem Bereich liegt, und das ist Teil meines Ergebnisses. Also so wäre das, wenn ich jetzt... Ja, gehen wir mal zurück. Also wir haben ja bisher Punktanfragen gemacht und wir könnten jetzt den Suchalgorithmus folgende Art und Weise modifizieren. Ich sage jetzt, wir rennen nicht nur einen Pfeil entlang bei unserer Anfrage, sondern wir rennen gegebenenfalls auch mehrere Pfeile entlang. Und das sehen Sie hier. Also wenn ich jetzt diese Anfrage losschicke, dann könnte ich so vorgehen im Suchalgorithmus, dass ich sage, okay, ich muss alle Pfeile runterrennen, die dieses Intervall überlappen. Und das heißt, in diesem Fall, also hier muss ich ja nach 2, wegen der 2 muss ich nach links. Ja? Ich mache eigentlich diesen Vergleich von 2 kleiner 5, deswegen gehe ich nach links und so weiter. Aber wenn sie in diesem Bereich sind, dann entspricht ja dieser Pfeil diesem Intervall von 5 bis 9. Und das überlappt ja auch mit meinem Suchintervall. Das heißt, ich renne gleichzeitig auch diesen Pfeil runter. Also gleichzeitig ist relativ, im Algorithmus macht man das dann nacheinander, merkt sich das. Aber letztendlich werden alle diese Pfeile traversiert, die potenziell Ergebnisse meiner Anfrage enthalten. Ja? Und das heißt, letztendlich kann ich den Algorithmus so modifizieren, den Suchalgorithmus, dass ich alle Pfeile traversiere, die potenziell interessante Daten enthalten. Ne? Das wäre eine Möglichkeit, das ist diese Option 2. Genau. Eine andere Möglichkeit, das zu machen, ist die Option 3. Gehen wir mal zurück. Also ich hatte Ihnen gesagt, vielleicht nochmal zur Übersicht. Ich kann entweder den Suchalgorithmus modifizieren, ohne die Indexstruktur anzufassen. Den Index habe ich nicht angefasst. Ich habe gesagt, das ist ein binärer Suchbaum. Ja, wir haben diese Knoten, dann haben wir mal zwei ausgehende
Pfeile, also nicht Zeiger im Software-Sinne, das ist schon ein physischer Index, sondern einfach so Pfeile, die zeigen irgendwie auf den auf Kindknoten. Oder Option 3, ich ändere irgendwie die Indexstruktur, vielleicht auch den Suchalgorithmus, aber ich fasse wirklich die Indexstruktur an, um mehr unterstützen zu können. Und nochmal, das hier ist wirklich etwas, wo ich den Index selber nicht anfasse. Ich sage nur, okay, das ist eine normale Punktanfrage. Ich kann die Punktanfrage zweimal losschicken, ja, linke Kante, rechte Kante. Oder ich kann die Suchalgorithmen so modifizieren, dass sie mir auch das zurückgeben, was in diesem gesamten grauen Bereich liegt. Das haben wir eben gemacht, dass ich gesagt habe, okay, meine Algorithmen habe ich so modifiziert, dass sie mir das ganze Zeug zurückgeben, was in diesem grauen Bereich liegt. Das ist eine Änderung des Suchalgorithmus. Die Struktur, die logische Struktur des Index wird nicht angepasst, ja, und die physische sowieso nicht. Und das machen wir jetzt anders in Option 3. In Option 3 sage ich jetzt, naja, Moment, ich könnte ja auch den Index anpassen, die Indexstruktur. Und das macht man mit folgender Technik. Diese Technik heißt Index Sequential Access Method, also indexsequentielle Zugriffsmethode. Und die heißt so, weil ich im Vergleich zu dem normalen binären Suchbaum hier noch eine weitere Verkettung einfüge. Und das ist hier mit diesen Pfeilen gezeigt. Diese Pfeile, die sind nur zwischen den einzelnen Tupeln, zwischen den Blättern eingefügt. Das heißt, ich kann ja von diesem Tupel 1b direkt auf 2a springen, direkt auf 6c, direkt auf 7b und so weiter und so fort. Ja, das ist dann keine reine Baumstruktur mehr, sondern das ist dann hier ein sogenannter Graph. Wir gehen mal zurück. Also der Unterschied hier, ein echter Baum, jeder Knoten hat immer exakt hier zwei Kindknoten. Hier sehen Sie, wir haben die gleiche Struktur plus auf Blattebene ist noch diese Verkettung. Ja, genau. So, und wenn ich jetzt eine Anfrage habe, wie kann ich die umsetzen? Jetzt wird, also eine Range Query, jetzt wird es auf einmal ganz einfach, weil ich brauche nur noch eine Punktanfrage, mit der ich einmal runterrenne. Das sehen Sie hier. Also ich fange hier bei der 9 an, renne hier runter bis zu diesem Punkt 2a. Ja, das ist der Eintrag, den ich finde, wenn ich mit der linken Grenze des Intervalls einmal den Index runterrenne. Und jetzt mache ich keine weiteren Punktanfragen im Index, sondern ich renne auf der Blattebene entlang und vergleiche jeweils die Einträge, die ich finde. Ja, also wenn ich weiß, okay, jetzt habe ich den Startpunkt gefunden meiner Suche, 2a, 2 ist gleich 2, ist Teil des Ergebnisses, alles gut, kann ich ausgeben. Jetzt springe ich hier weiter und lese den nächsten Wert. Und den vergleiche ich jetzt mit der rechten Grenze des Intervalls. 6 kleiner 14, alles klar, Teil des Ergebnisses, also weitersuchen. 7 kleiner 14, Teil des Ergebnisses, weitersuchen. 11 kleiner 14, Teil, also kleiner gleich muss ich vergleichen, ne? 11 kleiner gleich 14, Teil des Ergebnisses, weitersuchen. 14 kleiner gleich 14, ja, weitersuchen. 17 kleiner gleich 14, das ist kein Ergebnis. Das heißt, dieses Tupel darf nicht ausgegeben werden. Also die grüne Markierung heißt hier nur, das sind die Tupel, die ich anschaue in der Suche. Das heißt aber nicht, dass die 17 ausgegeben wird. Also hier breche ich ab, hier merke ich, 17 ist größer 14, das darf ich nicht ausgeben. Und ich kann die Suche hier abbrechen, weil ich weiß, dass das nächste Element größer gleich dieser 17 sein muss. Also implizit müssen alle Elemente, die rechts sind, rechts hiervon stehen, größer sein. Das heißt, ich brauche gar nicht angucken. Ja, das ist die effizienteste Art, eine Range Query, eine eindimensionale Range Query umzusetzen auf so einem Index. Genau. Ja. Und dann ist natürlich die Frage, nochmal zusammenfassend, welche Optionen man nutzen kann. Also wir werden Option 1 in Punktanfragen übersetzen. Das ist einfach zu implementieren, weil Sie müssen einfach nur außen, ne, außerhalb des Index, Sie müssen den Index gar nicht anfassen. Sie müssen die Suchalgorithmen des Index nicht anfassen. Sie müssen die Struktur nicht anfassen. Also null Aufwand. Sie müssen nur herausfinden, ja, welche Werte muss ich jetzt anfragen? Welche Punkte muss ich anfragen, damit ich eine äquivalente Anfrage habe? Das heißt, Sie machen um diesen Point-Query-Aufruf drumherum, außen so irgendwie so eine Schleife, ja, und feuern dann verschiedene Punktanfragen. Ist also relativ einfach zu implementieren. Ne? Und das funktioniert super, wenn diese Kardinalität, das heißt die Anzahl der Elemente in diesem Bereich, den ich anfrage, klein ist, dann ist alles gut.
Aber das ist überhaupt keine oder eine sehr, sehr schlechte Option, wenn diese Kardinalität sehr groß ist, wenn ich viele, viele Punkte anfragen müsste. Das ist eine ganz, ganz schlechte Idee. Das sollte man nicht tun. Da hat man irgendwie einen falschen Index. Die bessere Option ist Option 2. Die funktioniert auch bei größeren Kardinalitäten. Das ist ein Kompromiss, weil man natürlich immer noch große Bereiche des Baumes traversiert. Ne? Das haben Sie gesehen in diesem Bild. Wo war es denn? Das war dieses Beispiel. Ja, Sie werden viele, viele Knoten, also das ist hier nur ein Textbuchbeispiel, ja, aber ein echter Index hat dann hier ganz viele Knoten, über die ich laufe. Und das kann viel kosten in der Speicherhierarchie, deswegen macht man das nicht, gar keinen Fall. Ich glaube, das haben wir im 70er das letzte Mal so gemacht. Macht keinen Sinn. Ja. Man kann es machen, ist korrekt, kommen die richtigen Daten raus, aber es geht schneller. Also auch auf vielen Dimensionen unserer Performance-Metriken geht es schneller. Aber es funktioniert. Ne? Es ist ein guter Kompromiss. Kompromisse sind okay, wenn alle damit zufrieden sind. Aber wenn nicht, dann muss man was Besseres machen. Und das Wichtige, was ich mir hier spare, ist strukturelle Modifikationen des Baums. No structural modifications to the tree. Ich muss das Ding nicht anfassen. Ich muss da nicht irgendwas anderes reinhängen. Ja, ich muss den Suchalgorithmus ein bisschen ändern und dann funktioniert das Ganze. Aber wie ich eben schon gesagt habe, typischerweise nicht die effizienteste Option, wenn man an die Speicherhierarchie denkt. Deswegen ist Option 3 das, was typischerweise gemacht wird, dass man nochmal so eine Verkettung auf der Blattebene hat. Ja? Dass man einfach mit einer Punktanfrage runtergeht, mit der linken Grenze, Sie können es auch mit der rechten machen. Ne? Also das ist nochmal äquivalent natürlich, wenn diese Verkettung auch nach links zeigen würde. Ja, Sie können hier nur springen von diesem nach dem zu dem, ja? Aber Sie können nicht von dem zurückspringen, weil der Pfeil. Ja, Sie kommen hier nicht zurück. Der Pfeil zeigt nur von links nach rechts, aber nicht von rechts nach links. Ne? In reellen Implementierungen kann man typischerweise in beide Richtungen wechseln. Sie können auch von hier nach da wechseln. Und dann können Sie natürlich genauso gut mit der rechten Grenze einsteigen, mit der 14 eine Punktanfrage machen. Sie rennen hier hin und dann rennen Sie nach links. Ja, Sie rennen so weit nach links, bis Sie merken, aha, jetzt ist dieser Wert aber echt kleiner als die linke Grenze, muss ich abbrechen. Also es ist völlig äquivalent. Ja? Sie können genauso gut in einer Multithreaded-Implementierung, können Sie gleichzeitig links und rechts absteigen, bis sich die beiden treffen, können Sie auch machen. Ne? Aber konzeptuell ändert sich nichts an der Idee. Punktanfrage und dann sequenziell suchen über diese Verkettung, wie auch immer Sie das später umsetzen. Genau, also das ist die Option 3. Das ist eine Indexstruktur, die mit Intervallen umgehen kann. Range-Aware Index Structure. Und das ist in der Speicherhierarchie typischerweise die beste Option. Und die braucht man eigentlich aber nur, wenn man auch Intervallanfragen unterstützen will. Wenn man nur Punktanfragen braucht, dann braucht das kein Mensch. Dann braucht man diese Verkettung nicht auf der Blattebene. Aber die wichtigen baumstrukturierten Indexe in der Big Data Welt, die heißen B-Bäume, also eigentlich korrekterweise B-Plus oder B-Sternbäume, aber Datenbanker sind sprachfaul und sagen B-Bäume, ja, meinen B-Plus-Baum. Was auch immer, ich glaube, ich verwirre Sie damit jetzt nur. Also B-Baum, es gibt einen Index, der heißt B-Baum und der macht genau das und das funktioniert super gut. Der Nachteil, alles hat Nachteile, das ist, dass man natürlich, wenn man jetzt was einfügt in diesen Baum oder irgendwas löscht, ja, was passiert denn dann? Gucken wir uns das mal an. Hier, stellen Sie sich vor, Sie fügen noch ein Element ein in diesem, also, oder machen wir es mal einfach, stellen Sie sich vor, Sie löschen hier irgendwas. Ja, weiß nicht, die 14, ja, wenn ich hier die 14 lösche, dann reicht es jetzt nicht mehr, diesen Verweis hier aus diesem Knoten hier auf die 14, den muss ich ja dann löschen. Das ist das eine, was passiert. Aber ich muss ja auch diesen Verweis löschen. Also ich muss jetzt mindestens mal zwei Zeiger anpassen. Dieser grüne Zeiger hier von 11 zu 14, der muss ja auch geändert werden, weil die 11 muss ja dann auf die 17 zeigen, wenn ich was lösche. Ja, also ich muss ja zwei Verkettungen, zwei Arten von Zeigern anpassen, wenn ich was lösche. Und genau das Gleiche passiert, wenn ich ein Insert mache. Wenn ich jetzt hier noch irgendwie ein Element einfügen würde, dann muss ich das zum einen in dieser Baumstruktur einpflegen, aber ich muss auch auf dieser Blattebene gucken, dass es an der richtigen Stelle eingefügt wird. Sonst komme ich da in Teufelsküche. Genau, das wäre das dazu. Und warte mal, ich gucke mal, ob wir hier jetzt die Pause machen. Ne, wir machen nochmal den Übergang und dann mache ich die Pause um 11. Genau, weil wo führt das hin? Das führt es nach Google Maps. Warum? Was hat das jetzt mit Google Maps zu tun? Wir hatten ja letztes Mal in diesem Jupyter Notebook hatten wir einen Index gebaut,
der folgendes macht. Das war das, was ich in dem Notebook gezeigt habe. Also eine Abbildung, Sie können mit einer ID nachschlagen, ID für einen Ort, und es gibt Ihnen Länge und Breite zurück. Das ist ein sogenanntes Schlüsselwert, eine Schlüsselwertabbildung, Key Value Mapping im Englischen. Und das macht Sinn, also da machen Indexanfragen Sinn, nicht Indexanfragen, Entschuldigung, Intervallanfragen machen da Sinn, wenn man mehrere IDs gleichzeitig anfragt. Also wenn ich sowas fragen und auch noch in einer gewissen Ordnung, ja, also wenn ich jetzt IDs anfrage von 7 bis 42, ja, das ist eine Intervallanfrage, Intervall von 7 bis 42, da würde eine Intervallanfrage Sinn machen. Jetzt sind IDs aber typischerweise willkürlich künstlich gewählt. Sie machen in den seltensten Fällen Intervallanfragen Sinn. Also wenn Sie einen künstlichen Schlüssel haben, eine ID, ein Identifier, das wird immer auf Punktanfragen hinauslaufen, in den meisten Fällen. Das heißt, da brauchen Sie sich keine Gedanken machen. Was aber jetzt auf einen Index hinaus, also auf eine Intervallanfrage hinausläuft, ist das Folgende. Das wäre ein Index der Art ASCII-Name nach Länge, Breite. Warum ASCII-Name? Stellen Sie sich vor, Sie suchen nach Saarbrücken. Ja? Über diesen einen Eintrag für Saarbrücken. Sie wollen wissen, ja, was ist denn die geografische Position von Saarbrücken? Weil wenn Sie das wissen, können Sie wieder Google sagen, hey, gib mir mal die Karten an dieser Position, 10 Kilometer im Kreis, und zeig mir das mal an. Das ist eigentlich Interessante, ne? Dieser Textbox in Google Maps, wenn Sie das angeben. Also hier ist nochmal ein Beispiel. Also insbesondere, wenn Sie jetzt einen Teil nur spezifizieren. Ja? Wenn Sie schon den ganzen Text angegeben haben, sondern wenn Sie mal die ersten Buchstaben angeben, dann sehen Sie ja auf Google Maps, also ich habe jetzt hier S, A, A, dann kommt R, B und so weiter. Ja, je nachdem, was ich hier angebe, versucht Google Maps das entsprechend schon clever zu ersetzen. Das macht mir Vorschläge. Es sagt, oh, das ist Arbeit. Ja, alles klar. Willst du dahin oder meinst du hier Saarbrücken als Stadt oder einen Hauptbahnhof? Oder Saarpolygon, Saarlouis und so weiter und so fort. Das sieht in Google Maps so aus, wie auf der linken Seite gezeigt. In Google selber kommen jetzt wieder andere Ersetzungen. Da geht es mehr um Suchanfragen. Saarland plant neuen Campus für IT-Gründer und so weiter und so fort. Also was auch immer. Da wird berücksichtigt, was ich in der Vergangenheit da eingegeben habe, was andere Leute für wichtig gehalten haben. Das heißt, hier ist schon eine Wichtigkeitsreihenfolge, ein Ranking ist ja schon berücksichtigt. Und je nachdem, was ich hier für Buchstaben eintippe, werden dann andere Vorschläge gemacht. Tja, und das ist auch eine Intervallanfrage. Und wie das funktioniert, gucken wir uns nach der Pause mal an. Wir machen weiter um 10 nach 11. Ich bin jetzt im Audio-Chat, also im Audiokanal von Discord verfügbar für Fragen. Ansonsten sehen wir uns 10 nach 11. Bis gleich.
So, machen wir weiter. Also wir haben diese Arten von Anfragen, sei es auf der rechten Seite in der Google-Suchmaschine oder in Google Maps. Wie setzen wir das um? Was sind das für Anfragen? Das ist ein bisschen ein Spezialfall. Diese Anfragen heißen Prefix-Query, Präfix-Anfragen. Warum? Wir haben, gucken wir uns mal die Definition erstmal an. Also wir haben hier einen Index auf einem Attribut auf irgendeiner Domäne. C ist jetzt eine Konstante, die man in Zeichen, Digits, aufbrechen kann von D0 bis DK. Ja, D0 bis DK irgendwie angeordnet. So ein Zeichen kann jetzt ein alphanumerisches Zeichen sein, ABCDE oder irgendwelche chinesischen, indischen, thailändischen, was auch immer, Schriftzeichen, Zahlen oder sogar einzelne oder mehrere Bits. Da kommen wir jetzt nicht drauf, da kommen wir später, da kommen wir nachher noch drauf. Im Moment, das sind irgendwelche Zeichen, Buchstaben, Zahlen, wie auch immer. Wenn wir jetzt eine Anfrage haben, die diese Zeichen spezifiziert, aber nicht notwendigerweise alle dieser Zeichen. Das ist hier gemeint mit der Bedingung DI kleiner gleich K. Also diese Konstante, die hat ja jetzt K plus 1 viele Zeichen von 0 bis K. Wenn ich jetzt aber nicht alle spezifiziere, sondern nur so einen Anfang davon, dieses SAA von Saarbrücken, statt bis zum N zu gehen, zum letzten N, nee, das ist nur ein N, ne? Genau, das N in Saarbrücken, dann nennen wir das eine Präfixanfrage. Ich spezifiziere also nicht das ganze Wort, wenn Sie so wollen, sondern nur so einen linken Teil davon, von diesem Wort, und höre irgendwann in der Mitte auf. Und so ein Prädikat, was spezifiziert ist, was halt in der Gleichheit anfragt, nicht für das ganze Wort bis zum letzten Zeichen, sondern nur für die ersten i plus 1 Zeichen, das nennen wir eine Präfixanfrage. Und hier nochmal ein Beispiel, wie wir es eben schon so ein bisschen hatten auf der Folie. Wenn ich sage, das D0 ist S, A, A und so weiter, dann hätte ich ja als Präfix der Länge 3, hätte ich ja diese ersten drei Buchstaben und dann ist das hier meine Präfixanfrage. Und da machen wir uns jetzt ein bisschen Gedanken drüber. Warum? Denn bisher, also wir haben ja, unser Index kann das jetzt nicht so direkt unterstützen. Und die Frage ist, wie unterstützen wir das? Können wir das übersetzen in eine Range Query? Also unser Index kann Punktanfragen und Intervallanfragen, auf Englisch Point Queries, Range Queries, können wir das irgendwie übersetzen, so eine Präfixanfrage? Und da ist die Message oft ja, aber nicht immer. Man muss ein bisschen aufpassen. Und was wir jetzt machen, ist folgende Umsetzung. Ja, also ich kann sagen, das Ergebnis, also ich kann so eine Präfixanfrage umsetzen, eine Range Query, indem ich sie folgendermaßen umschreibe. Nämlich sage, naja, das Prädikat, ich könnte ja sagen, wenn ich genau dieses Präfix der Länge i plus 1 nehme, dann kann ich ja das als linke untere Grenze meines Intervalls interpretieren. Ja, und die rechte Grenze, halb offen, ist dann plus 1, also was immer 1 größer ist. Gucken wir mal ein Beispiel, wie das aussehen könnte. Ich gucke mal zuerst auf das zweite Beispiel in diesem Fall. Stellen Sie sich vor, Sie haben ja das Präfix für ein Integer 134 oder 134 und das ist meine Präfixanfrage. Dann könnte ich das ja umschreiben in 134, das muss dabei sein, deswegen kleiner gleich. Echt kleiner 135, das darf nicht mehr dabei sein, aber alles, was noch echt kleiner 135 ist, das sollte dabei sein. Das wäre eine Möglichkeit, das umzusetzen. Bei unserem Saarbrücken-Beispiel würde es so aussehen. Da könnte ich das ja umschreiben, indem ich sage, also plus 1 auf dem Character wäre hier definiert, das ist das, was hier oben steht, ne? Diese plus 1, das ist die Arithmetik auf meinen Zeichen, die ich hier benutze, auf den Digits, muss ich also. Je nachdem, wie es da definiert ist, da würde ich jetzt sagen, ich mache alles von SAA bis SAB. Alles, was dazwischen ist, sollte zurückgegeben werden. Also wenn ich jetzt zum Beispiel für alle Integer haben will, die mit dem Präfix 134 anfangen, also ist das, ups, ja, bis zum Komma, diesen Integer, diesen Integer, diesen Integer, oder ob ich jetzt frage, alle Integer in dem Bereich 134 bis 135. Das macht keinen Unterschied mehr, oder? Offensichtlich doch. Und wo ist der Fehler? Da denken können Sie jetzt mal drüber nachdenken, Vorschläge im Discord machen. Also hier ist, ich mache mal das, was wir jetzt besser lesen können. Also wir haben ja hier eine Umschreibung gemacht
dieser Präfixanfrage, wir haben gesagt, okay, wenn ich so einen Präfix habe, kann ich das umschreiben zu der Bereichsanfrage von 134 bis 135. Wenn ich jetzt aber, wenn ich alle, stellen Sie sich vor, Sie haben eine Domain von ganzen Zahlen, von Integers. Und Sie wollen alle Integer haben, die mit 134 anfangen. Das wäre gerade der Witz. Das ist genau das Gleiche wie mit diesen nach Saarbrücken-Fragen, die mit SAA anfangen. Dann müsste ja diese Zahl auch zurückkommen. Also wenn diese Zahl in der Datenbank existiert, in diesem Attribut, muss sie ja zurückkommen. Diese Zahl kommt offensichtlich nicht zurück, wenn Sie eine Bereichsanfrage von 134 bis 135 machen. Richtig? Die kommt nicht zurück. Die kommt nicht zurück. Die 134 kommt zurück. Also wo ist denn hier der Denkfehler? Vielleicht hat jemand von Ihnen eine Idee, was hier schief läuft. Ohne jetzt auf die nächsten Folien zu gucken, bitte. Weil das ist natürlich die Auflösung. Ich muss mich da ausblenden, sonst sehen Sie nichts. Wenn man hier einzeichnet. Muss erneut nach der Zahl suchen. Okay, wenn man ein Zeichen, muss die Ordnung neu definieren. Ja, das geht in eine gute Richtung, guter Punkt. Wenn man ein Zeichen hinzufügt, ist es zwischen SAA und SAB, aber wenn man eine Ziffer hinzufügt, die Zahl deutlich größer. Faktor 10, ja, genau, richtig. Da kommt noch, noch ein Vorschlag, was man machen kann. Da schreiben noch drei Leute, ich warte das nochmal ab. Na, die Zahlen können größer sein als 135, Beispiel 135.000. Ja genau, das ist das Beispiel, was ich gezeigt habe, aber warum, was ist der Denkfehler hier? Den Präfix können wir eigentlich nicht als numerischen Wert betrachten. Für den Präfix könnten wir es also auch als ASCII wie bei Saarbrücken auffassen. Ja, richtig. Man kann die Zahl invertieren und dann modulo. Die Zahl invertieren und modulo. Das sehe ich jetzt nicht direkt, wie das geht. Noch ein Vorschlag. Warten wir noch ab. Nee, doch nicht. Schreibt noch. Okay, gucken wir uns mal die Problematik an. Wir haben in der Definition haben wir eine zeichenweise Vergleich angenommen. Ne? Das geht für dieses erste Beispiel, wenn man diese Zeichenketten hat. Im Beispiel 2 haben wir aber einen Integer-Vergleich gemacht, ohne die einzelnen Zeichen zu vergleichen. Das ist die Verwirrung. Also wir haben hier einen Vergleich gemacht zwischen 134 und 1.347.000. Also das ist ja ein Präfix der Länge 2, der Länge 3, ne? Also von 0 bis zu diesem i, wenn i gleich 2 ist, ist es der Länge 3. Und das ist ein Präfix der Länge 7, also bis 6, von 0 bis 6, 1, 3, 4, 7, 8, 4, 3. Aber wir haben diese Zeichen verglichen, indem wir C0 mit C02 verglichen haben und dann C01 mit C02. Also ich habe die beiden verglichen, obwohl das natürlich in der Integer-Reihenfolge überhaupt keinen Sinn macht. Ja? Also ich habe das dieses Zeichen 1 mit diesem hier verglichen. Anstatt zu sagen, ich muss mal anders anfangen. Also Sie haben bei einer Präfixsuche, haben Sie, wir gehen mal zurück hier, bei einer Präfixsuche, da machen Sie hier den Vergleich über diese Präfixe. Bei der Integer, wenn Sie hier so einen Integer-Vergleich machen und das auf eine Range-Query abbilden, dann haben Sie praktisch ja diese Zahlen direkt nach rechts gerückt. Ja, das muss aber nicht sein, dass dieses Präfix sich bezieht auf eine Zahl, die nur drei Stellen hat. Das Präfix kann sich ja beziehen auf eine Zahl, die beliebig viele Stellen hat. Das heißt, die Range, die ich hier benutze, das ist ja die implizite, das ist ja die Integer-Ordnung. Und das ist jetzt nicht etwas, was auf dem Präfix definiert ist, wie ich es hier geschenkt bekomme, wenn ich die Characters nehme. Das ist also hier ein Riesenunterschied. Das funktioniert so nicht an dieser Stelle. Da habe ich Ihnen auch nochmal ein Notebook hierzu gezeigt. Vielleicht gehen wir da mal kurz rein, wo das ein bisschen klarer wird. An dieser Stelle, ich denke, die Zeit haben wir noch. Wo ist das Notebook hin? Wo ist das Notebook hin? Da ist das Notebook. Schauen wir uns das mal an, was hier passiert.
Return, Restart und Clear Output. Hier habe ich mal Daten gezeigt, einmal für String-Daten, also das Beispiel von den Folien. Und hier habe ich einmal das Beispiel, die Integer-Daten, aber jetzt als String repräsentiert. Und dann habe ich das, und das wird gleich das Entscheidende sein, die Integer wirklich als Integer repräsentiert. Ja, das sind die drei Fälle, die wir uns jetzt mal angucken. Und wenn ich diese Daten sortiere, ja, ich sortiere sie hier, einmal mit dieser Sorted-Operation, das mache ich in allen drei Fällen, hier wird einmal sortiert. Und was mache ich dann? Jetzt gucke ich jedes Element an, also das ist praktisch das nächste Element, was ich hier angucke, und mache diesen Vergleich, ob das größer gleich SAA ist und kleiner gleich SAB, beziehungsweise hier diesen Intervallvergleich, diese Umschreibung, diese Translation von 134 bis zu 135 als String versus als Integer. Und da entsteht jetzt genau die Verwirrung. Also Sie sehen, wenn ich alles zurückgebe, was also als String, mit String-Daten kommt SAA zurück, SAAA und SAAB. Wenn ich diese Integer auch als String interpretiere, dann kommt das zurück, was ich mir hier wünsche. Dann kommt hier die 134, die 13462 und die 13472843. Das Problem entsteht aber, wenn ich auf einem Integer-Typ bleibe und hier einen Integer-Vergleich mache, so wie ich ihn eben gemacht habe, dann kriege ich halt hier nur die 134 heraus, obwohl ich gedacht habe, vielleicht, nee, da kommen die anderen auch mit raus. Ja? Also man hat hier zum einen auf dieser Zeichenweise auf dieser Zeichensemantik, auf diesem Zeichenweise-Vergleich habe ich argumentiert, das eine Mal und das andere Mal habe ich auf so einem Integer-Vergleich argumentiert und dadurch entsteht hier genau die Verwirrung. Ja? Und das ist das, was man nicht haben will. Genau, und deswegen muss ich hier zeichenweise vergleichen. Das ist die ganze Message. Gehen wir nochmal zurück. Ich lade Ihnen das Notebook auch noch hoch. Ich glaube, ich habe es noch gar nicht hochgeladen. Hier ist nochmal der Screenshot davon. Das heißt, diese ganze Übersetzung, die ich Ihnen gerade gezeigt habe, die funktioniert nur, wenn wir zeichenweise vergleichen. Zeichenweise muss verglichen werden. Sie können jetzt nicht einfach das normal auf die normale Integer-Arithmetik abbilden. Das funktioniert nicht. Und damit kommen wir zum Begriff der mehrdimensionalen Anfrage, weil mehrdimensional, ich hätte Ihnen ja gesagt, wir sind mindestens mal im Zweidimensionalen bei Google Maps. Und das ist aber relativ einfach, weil wir erweitern einfach unsere eindimensionale Range Query auf mehrere Dimensionen, indem wir jetzt auf mehreren Attributen gleichzeitig selektieren. Also eben haben wir nur immer ein Attribut geguckt und geschaut, okay, welches Intervall wollen wir haben von Werten für dieses eine Attribut. Jetzt nehmen wir beliebig viele Attribute aus diesem Schema, über die wir eine Bedingung formulieren. Das sieht dann so ein bisschen sperrig aus. Hier sehen Sie, das ist das erste Intervall. Also wir haben ein Intervall definiert über dieses eine Attribut. Dann kommen beliebig viele Intervalle über alle möglichen Attribute bis zum letzten. Das ist das letzte Intervall, das ich einschränke. Und im Zweidimensionalen heißt das natürlich, meinetwegen, Sie haben jetzt hier ein Intervall definiert und Sie haben jetzt hier ein Intervall definiert und alles, was im Schnitt liegt für diese beiden Attribute, nehmen wir mal an, das ist ein Attribut 1, Attribut 2, alles, was in diesem Schnitt liegt, qualifiziert sich. Aber das ist eine mehrdimensionale, in diesem Fall eine zweidimensionale Anfrage, wofür Sie die Ergebnisse zeigen. Und hier ist ein Beispiel dafür, wie sowas aussehen kann. Also ich könnte sagen, ich definiere mir das Intervall hier, x-Position, muss in diesem Bereich liegen, y-Position, das ist die zweite Dimension, die muss in diesem Bereich liegen. Und dann werden alle diese Kartenelemente, Tiles heißen die, selektiert, die eine x-Position 0, 1, 2 oder 3 haben, ne, von 0 bis 3, und wo zusätzlich die y-Position 5 oder 6 ist. Also ein und. Beide Bedingungen müssen gelten. Ich kann natürlich mir auch so eine mehrdimensionale Anfrage formulieren mit sogenannten Disjunktionen, das heißt ein oder. Ich könnte auch sagen, x-Position ist in diesem Bereich oder y-Position ist in diesem Bereich. Das macht in der Praxis aber relativ wenig Sinn. Also typischerweise will man eine weitere Einschränkung haben. Ich will alle haben, die in so einem Quadrat sind, in so einem Fenster, im Zweidimensionalen. Ich kriege ein kleines zweidimensionales Fenster selektiert der Daten und deswegen heißt das auch eine Fensteranfrage im Zweidimensionalen. Fensteranfrage machen wir hier. Also hier nochmal ein Beispiel für das, was in so einem Kartenindex passiert, wenn ich hier Länge und Breite entsprechend selektiere in einem Bereich.
Dann würde ich jetzt alle, ich gebe hier nur mal die Städte rein. Ne? Meinetwegen, ich hätte mir jetzt, Daten gebaut, wo nur die Städte enthalten sind. Dann würde ich so alle Städte bekommen, die in diesem Bereich liegen. Also in diesem Intervall, das hier bezieht sich auf die Latitude, das auf die Longitude. Und das ist dieses Fenster, was ich dann definiere. Das ist genau das Fenster, was Sie auch in einem Google Maps Browser sehen, in Ihrem Webbrowser. Da ist irgendwie ein Fenster definiert, da ist Länge, Breite angegeben, das ist eine bestimmte Ausdehnung, ein bestimmtes Intervall auf der X- und Y-Richtung. Und das ist genau dieses Fenster, was als Anfrage formuliert wird auf die Google Server, wo im Hintergrund halt so eine Anfrage geschickt wird, gesagt wird, hey, gib mir mal die Karten, gib mir mal die ganzen Namen und Texte und vielleicht auch Satellitendaten, je nachdem, was Sie für eine Einstellung haben in Ihrem Browser, muss das dann selektiert werden. Und das ist das, was im Hintergrund passiert und geschickt wird. Ja, und ja, klar, wenn das Ganze jetzt ein Attribut nur ist, also wenn ich nur eine Einschränkung auf einem Attribut mache, ist das diese Definition hier oben äquivalent zu einer eindimensionalen Intervallanfrage. Das hatten wir oben schon. Einschränkung auf einem Attribut, ich sage nur, hier ist jetzt, sind mehrere typischerweise, dann ist es eine mehrdimensionale Einschränkung und Anfrage. Ja, also was wir jetzt brauchen im Folgenden und bauen werden, ist, wir brauchen mehrdimensionale Range Queries, zweidimensional, um genau zu sein. Man kann das natürlich, naheliegend wäre hier dreidimensional auch, zeitveränderlich, also die Erdoberfläche ändert sich, da könnte ich natürlich auch einen bestimmten Zeitpunkt eingeben. Also es gibt experimentell schon Google Maps Applikationen, wie Sie sagen können, wie sah es denn hier aus 2005, wie sah es da 2013? Oder vielleicht, halt, wenn Sie das gehört haben von diesem Monolithen in Utah, den die da gerade gefunden haben, dann konnte man alte Satellitenbilder angucken und schauen, wann ist er aufgetaucht, wann war das erste Mal auf dem Satellitenbild. Erst war er weg, dann war er da, jetzt ist er übrigens wieder weg. Ja, also das Bild zeigt halt was anderes, zeitveränderlich und ja, je nach der Zeit kann man natürlich, sieht man was anderes angegeben. Ne? Und das ist, das Google Maps Interface kann meines Wissens das direkt nicht, aber wäre natürlich spannend, ja, wenn Sie da fließend praktisch so einen Zeitregler noch hätten, den Sie dann verändern könnten und sehen könnten, hey, so sah es hier im Mittelalter aus, so sah es vor einer Million Jahren aus. Hm? Ja, da hat man noch keine Satelliten. Vielleicht könnte man das simulieren. Also das wäre ein typischer Fall hier für eine dritte Dimension, aber wir haben eigentlich nur zwei Dimensionen. Und was jetzt hier aber als drittes Attribut hinzukommt, das ist dieser Zoom-Level. Also wie ich Ihnen ja gesagt habe, wir haben diese Karten in verschiedenen Auflösungen und wir wollen die verschiedenen Auflösungen zeigen. Also ich brauche einmal diese Gesamtübersicht und je weiter ich reinzoome, desto feingranularer werden die Karten. Und ich brauche immer mehr Karten, hatten wir schon ein paar Folien zu. Also das muss ich auch irgendwie unterstützen. Wo kommt das denn jetzt her? Ne? Also hier nochmal auf Deutsch, Latitude, Breite, Longitude, Länge. Als Erinnerung. Und das relationale Schema, das ist im Grunde das, was wir schon hatten. Also wir hatten diese Kartensegmente, diese einzelnen Kacheln, diese Kartenabschnitte. Entweder schematisch, ja, wie Sie sie aus einer, weiß nicht, aus einer physischen Karte kennen, oder es kann eine schematische Übersicht des Landes sein, es kann aber natürlich auch ein Satellitenbild sein, Röntgenaufnahmen, was auch immer, können Sie beliebig definieren. Aber letztendlich die Daten, die wir jetzt für so eine Karte speichern, ist das Folgende. Wir speichern uns zum einen eine ID, also eindeutige Zahl, eindeutigen Schlüssel für so eine Karte, dann den Zoom-Level, auf dem sich diese Karte befindet und dann die X-Position. Also wir hätten gesagt, okay, wir haben ja irgendwie, können wir die Erde aufteilen, also wenn wir von so einem Koordinatenursprung ausgehen, in X-Richtung so und so viele Kartenelemente und Y so und so viele Kartenelemente. Damit kann ich die Position einer Karte angeben. Also hier sind unsere beiden Dimensionen, X und Y. Und dann den File-Path, also wo auf Festplatte oder auf dem Webserver befindet sich denn dieses Kartensegment. Wir hatten diese Zoom-Level von 0. 0 ist Übersichtskarte der ganzen Erdoberfläche, eine Karte, beziehungsweise geht es dann immer hoch, also bis zur höchsten Auflösung. Und das heißt, ich habe mögliche X- und Y-Koordinaten, die abhängig sind von dem Zoom-Level. Also wenn ich Zoom-Level 0 habe, habe ich genau eine Karte. Wenn ich Zoom-Level 1 habe, habe ich in jeder Richtung 2.
Ja, und das heißt, ich habe nur Expositionen von 0 bis 2 hoch Zoom-Level, 2 hoch 1 ist 2, minus 1 ist 1, also nur 0 und 1 in X- und Y-Richtung. Ne? Bei Zoom-Level 2 hätte ich von 0 bis 3 und so weiter und so fort. Ne? Die Auflösung wird pro Dimension immer verdoppelt. Das heißt, ich habe, wenn ich von einer Zoom-Level, von einem Zoom-Level zum nächsten springe, habe ich eine viermal höhere Auflösung, viermal mehr Karten, wenn ich feingranularer werde. Das ist genau das, was passiert. Genau, da kommt eine Frage rein, sehe ich gerade. Was ist, wenn mehrere Attribute für ein Prädikat relevant sind, zum Beispiel alle Städte im Umkreis von x Kilometer vom Punkt y? Ja, helfen solche Indexe denn noch? Ja, kann man machen. Das geht durch eine sogenannte prioritätsgesteuerte Suche. Kann man auch Umkreissuchen definieren. Das geht tatsächlich, aber das ist ein bisschen fortgeschrittener. Da brauchen Sie noch ein paar andere Grundlagen. Das geht auch. Also diese Anfragen, die ich hier zeige, das sind so die, sagen wir mal, die Basissachen, die man machen kann mit so einem Index. Man kann aber mit vielen Tricks noch viele, viele andere Sachen unterstützen. Gerade auch Sachen, die sagen, okay, gib mir alles, was im Abstand 42 Kilometer von Punkt Tralala ist. Das geht auch, ja? Und relativ effizient. Gut, dann gucken wir uns mal an. Das hier ist das Adressierungsschema, was ich gerade eingefügt habe und wie es direkt unterstützt wird von OpenStreetMap. Das ist die freie Variante von Google Maps. Können Sie selber sich die Karten auch anschauen und runterladen. Die haben jetzt genau dieses Adressierungsschema, was ich Ihnen gerade gezeigt habe. Die haben das umgesetzt in, Sie haben ja zum einen die Adresse eines Servers, der diese Karten bereitstellt. In diesem Fall sind es keine Satellitendaten, sondern so schematische Daten. PNGs kriege ich da. Das heißt, das hier ist, das ist die Serveradresse hier vorne. Da müssen Sie hier ein Zoom-Level angeben, slash den X-Offset, wie ich ihn eben eingeführt habe, und Y-Offset.png. Das heißt, wenn wir das Ding hier aufrufen, kann ich das jetzt hier rauskopieren, ohne dass mir das um die Ohren fliegt? Natürlich nicht. Wieso markierst du dann? Man weiß es nicht. geht nicht. Aber wenn Sie es mal im Browser eingeben, ja, kannst du mal machen. Wo ist mein Browser hin? Da ist mein Browser hin. So, warte mal. Machen mal A.teil. So, ich habe das jetzt mal. Warte mal. Da ist er doch. So. Ich habe es hier im Browser eingegeben. Das ist praktisch das, was ich eingegeben habe. Und dann kriege ich diese Karte. Das ist die Übersichtskarte, die ich Ihnen gerade gezeigt habe. Und hier können Sie jetzt natürlich jetzt mit Zoom-Leveln spielen. Ja, Preisfrage, was passiert, wenn ich hier die 1 eingebe? Dann kriege ich die nächste Zoom-Stufe. 0,0 heißt kein Offset. Das heißt, ich bin hier oben links. Bin hier oben links reingewandert. Das heißt, wenn ich jetzt weiter reinzoome, werde ich weiter oben links reinwandern. Bumm. Und so weiter und so fort. Das heißt, je nach Zoom-Stufe müssen Sie sich überlegen, was ist jetzt der richtige Offset, weil ich bin nicht mehr am selben Ort, sondern ich gehe so immer weiter nach links oben, wenn ich da weiter reinzoome. Also Sie können diese Karten direkt runterladen. Da müssen Sie ein bisschen aufpassen, wenn Sie damit programmieren. Da gibt es Server, die wollen nur eine bestimmte Anzahl von Anfragen. Muss man ein bisschen aufpassen. Andere Geschichte. Aber hier mal noch mal ein paar Beispiele, wie sowas dann aussieht. Also hier habe ich jetzt gesagt, okay, Zoom Level 1, X-Offset ist 1 und so weiter und so fort. Beziehungsweise hier, das ist jetzt Zoom-Stufe 7, wird das entsprechend größer, da kommen Sie irgendwo bei Budapest raus, wenn Sie das machen. Ja, so können Sie auf diese Kartendaten zugreifen aus Ihrer Applikation. Das Problem ist ein bisschen diese Übersetzung. Also letztes Mal, glaube ich, jemand schon von Ihnen angemerkt, wenn man diese Tiles untereinander verkettet und ich direkt zwischen diesen Zoom-Stufen wechseln kann, ohne groß nachzudenken, das wäre doch eigentlich toll. Und das ist bei dieser Art der Adressierung leider nicht gegeben. Und das sehen Sie an so einem Beispiel. Hier habe ich mal gewechselt von Zoom-Stufe 7 auf Zoom-Stufe 8. Und da sehen Sie natürlich, dass Sie, wenn Sie den gleichen Bereich treffen müssen, dann müssen Sie irgendwie hier Ihre x-Werte übersetzen. Also hier mal 2 plus 1 ist hier die Regel, dass Sie hier auf die 141 kommen und da auf die von 44 auf die 89. Ja, da muss man mal ein bisschen nachdenken, okay. Wird dann ein bisschen haariger, wenn man mal 3, 4 Zoom-Stufen überspringt oder zurückgeht. Ja, man kann diese Regeln aufstellen, klar, kein Ding. Aber so richtig schön ist es nicht. Das ist ein bisschen unglückliche Adressierung.
Deswegen möchte ich nochmal zum Abschluss des Datenbankteils noch was anderes zeigen, was man hier machen kann. Und das sind sogenannte Z-Werte. Z-Kurven ist ein ganz tolles Gebilde und die lösen das eigentlich auf perfekte Art und Weise. Und die sollte man hier benutzen, um das zu adressieren. Und damit schalte ich mal auf das Notebook. Das ist auch schon, die kann man nicht mehr sehen. Auf das Notebook, das ist auch schon verlinkt im CMS. Und was habe ich hier gemacht? Wir haben hier verschiedene Helferfunktionen zum ersten Mal definiert, die, wie fangen wir das an zu erklären, die aus so einer XY-Koordinate einen so einen Z-Wert machen. Vielleicht male ich ihn auch mal was erst auf dem, bin mir nicht ganz sicher, ob ich ihn das mal. Ich glaube, ich zeige mal was am iPad. Erstmal als Einleitung, das ist, glaube ich, einfacher, um das zu verstehen. Mal beim iPad an. Da ist mein iPad, das müsste man noch umschalten. Genau. Hilft mir diese Folie irgendwie weiter? Genau, die Grundidee, die ich jetzt mache, ist, dass ich, wenn ich meine Karte habe, und die Karte ist ja so, dass ich mir eine rekursive Adressierung überlege. Und das kann ich unabhängig machen für die X- und die Y-Richtung. Also hier ist ja meine X, hier ist X und hier ist Y. Was ich jetzt mache, ist, ich teile X und Y auf. Das heißt, ich teile mir das jetzt auf in 4 Segmente. Das haben wir eben schon gesehen. Da gab es ja hier als X-Position, gab es ja hier die 0. Ja, ich mache es mal da unten hin, das ist vielleicht sinnvoller. Da gab es hier als X-Position hier die 0 und da gab es hier die 1. Und bei der Y-Position gab es hier die 0 und hier die 1. Beziehungsweise wir hatten es, glaube ich, andersrum. Genau, es war wir können es mal andersrum malen, weil das war in das war ja umgekehrt definiert. Also X ging nach rechts, das ist okay, aber Y ging nach unten. Ja, Y ging nach unten, der Offset. Das heißt, was wir eigentlich hatten, war sowas hier. Wir hatten die X von 0 bis 1 definiert und die Y ging von hier runter, von 0 bis 1. Okay, das war die Nummerierung, die wir gesehen haben. Okay, machen wir mal. Und diese Adressen, die wir eben gesehen haben, die gingen ja folgendermaßen. Ja, wir hatten immer diese Offsets hier, die zum Beispiel gesagt haben, diese Box hier, die ist die Adresse 1,1. Ja, und diese Box hier, wir hatten, glaube ich, X zuerst, genau, hatte die Adresse 0,1, das hier hat 0,0 und das hier hat 1,0. Ne? 4 verschiedene Adressen für genau das, was wir haben wollen. Und das machen wir jetzt anders. Wir machen jetzt eine andere Art der Nummerierung und dafür schalte ich mal nochmal auf eine frische Tafel um, die so aussieht. Also wir haben wieder diese Aufteilung in 4. Wir haben hier das in X-Richtung, wir haben das in Y-Richtung, alles gut. Wir haben hier die 0, wir haben hier die 1, wir haben hier die 0 und hier die 1. Und was ich jetzt sage ist, wir könnten das doch eigentlich auch bitweise enumerieren. Das heißt, ich kann sagen, alle die hier anfangen, die kriegen auch eine Nummerierung. Und zwar, die heißt 0 Punkt. 0 Punkt, warum? Weil für alle diese, für diesen linken Teil des Bereichs gilt, die haben für x den Wert 0. Okay? Für alle, die hier auf dem rechten sind, sage ich, die fangen mit 1 an. 1 Punkt. 1 Punkt. Okay, so weit, so gut. Damit habe ich die x-Koordinate berücksichtigt. Jetzt kann ich das aber auch in der y-Richtung machen. Jetzt kann ich in der y-Richtung sagen, okay, den Punkt ersetze ich durch was auch immer bei y steht. Das heißt, hier schreibe ich, weil für alle die auf dieser Zeile stehen hier, schreibe ich jetzt hier die 0. Und hier unten schreibe ich auch die 0. Und hier schreibe ich dahinter die 1. Und hier schreibe ich die 1. Okay, jetzt sehen Sie, jetzt haben wir 4 verschiedene Zahlen. 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1. Die kann ich binär interpretieren. Und wenn ich die binär interpretiere, was passiert denn dann? Dann kommt hier raus, dass es im
Das ist binär 0,0. Ja, das ist B, da kann man B dran schreiben. Das entspricht natürlich einer 0 auch im Dezimalen. Das hier ist 0,1 binär, das entspricht einer 1 im Dezimalen. Das ist 1,0 binär. Das entspricht natürlich einer 2 im Dezimalen. Und das ist 1,1 binär. Das entspricht einer 3 im Dezimalen. Soweit klar? Okay, jetzt kann ich mir eine Reihenfolge definieren. Das kann ich jetzt gibt diese Schlüssel kann ich jetzt anordnen. Und das mache ich jetzt und ich suche mir mal eine andere hübsche Farbe dafür. Was weiß ich, mal blau. Indem ich sage, ich zeichne mir mal eine Kurve dadurch. Was heißt, ich zeichne mir eine Kurve dadurch? Naja, ich kann sagen, von 0, wenn ich hier bin, an dieser Stelle, bei 0 anfange und jetzt ein Liniensegment zeichne bis zum nächsten Quadranten, das wäre ja die 1, dann bin ich hier, okay? Von 0, 1 muss ich, also von der 1 muss ich jetzt zu 2, dann bin ich da. Und von der 2 muss ich zu 3, dann bin ich da. Dann steht so ein N, beziehungsweise wenn ich drehe, ein Z, also je nachdem, wie man seine X- und Y-Koordinaten gewählt hat, entsteht da so eine Z-artige Struktur. Und das nennt man eine Z-Kurve oder diese Codes, die ich hier benutze, heißen Z-Codes. Das mal zur Einführung, weil diese Codes haben bestimmte tolle Eigenschaften und die sehen wir ja gleich ein bisschen besser. Im Notebook, was passiert da? Ich zeige Ihnen vielleicht erstmal, ich zeige Ihnen mal vorher erstmal nochmal ein paar Eigenschaften, bevor wir die Implementierung angucken. Eigentlich will ich Ihnen das zeigen. Also was ich Ihnen bisher gezeigt habe, das ist das hier. Ja, hier habe ich die Achsen ein bisschen anders nummeriert. Jetzt muss ich mal umschalten, ich sehe gerade. Ja, bin ja auf dem falschen Film. Also hier ist es wieder das Notebook. Also hier sind wir in dieser, ich habe jetzt mal ein paar Zellen übersprungen, diese ganzen Helfermethoden hier oben habe ich jetzt mal übersprungen. Das können wir gleich mal reingucken. Das Entscheidende ist jetzt diese Zelle hier, die zeigt mir für ein Koordinatensystem diese verschiedenen Z-Werte. Und das ist das hier, was ich Ihnen gerade hingemalt habe auf das iPad. Ja, also hier auf dem iPad habe ich ja gemalt so eine Kurve, die oben links mit 0, 0 anfängt, dann nach unten geht mit 0, 1, nach oben rechts mit 1, 0, nach unten rechts mit 1, 1 und so weiter. Wie gesagt, je nachdem, wie ich mir diese Koordinaten definiere, ist die Kurve mal um 90 Grad gedreht oder auch nicht. Das heißt, genau das sehen wir hier. An dieser Stelle habe ich mal Z-Werte ausgegeben. Die fangen hier mit 0, 0 an. Dann ist die 1 hier, dann ist die 2 hier, dann ist die 3 hier. Das heißt, hier könnte ich mir eine Kurve durchmalen. Dann hätte ich auch so eine Z-Kurve. Und der Witz ist jetzt, ich kann das rekursiv fortsetzen. Also diese Zahlen, die ich mir hier erzeugt habe, sind Adressen für die Zellen. Wenn ich meinen Datenraum in 4 Zellen, in 4 Quadranten unterteile, habe ich jetzt genau 4 Adressen. Die Preisfrage ist, was passiert, wenn ich jetzt mal das fortsetze mit einem Rekursionsschritt? Na, ich wollte nicht die 3, ich wollte die 2. Bumm. So, dann habe ich das hier farblich markiert. Sie sehen, innerhalb, also wir haben jetzt pro Achse haben wir 4 Zahlen statt 2. Das hat sich verändert. Also das hier ist die X-Achse. Das ist die X-Achse und hier runter ist die Y-Achse. Und Sie sehen innerhalb, diese 4 Zahlen oben links, die haben alle die gleiche rote Adresse. Das ist die Adresse des großen Quadranten. Wenn ich den Datenraum nur in 4 Teile teile, ist das die Adresse von oben links. Die Adresse von oben rechts ist 0,1 gewesen, die von unten links 1,0. Also wir können das auch nochmal als Vergleich daneben malen. Ich mache nochmal eine Zelle hin, wo ich mal nur die so hinmale, wie es da war. Da sehen Sie nochmal, also sie werden einfach nur wiederholt und ändern sich nicht. Das ist ein Präfix, was hier jetzt weiter spezifiziert wird. Und ich spezifiziere das mit der gleichen Vorschrift, indem ich sage, okay, wenn ich jetzt tiefer reingehe, wenn ich das weiter aufteile, dann benutze ich hier wieder dieses Muster, 0, 0 ist oben links, 0, 1 ist oben rechts, 1, 0 ist unten links, 1, 1 ist unten rechts, innerhalb dieses Quadranten, nicht auf den ganzen Datenraum, sondern innerhalb dieses Quadranten. Das heißt, dieses Muster wird hier fortgesetzt und so wird die Zahl immer länger von links nach rechts. Ja? Und das kann ich beliebig rekursiv fortsetzen, dieses Muster. Also ich könnte jetzt noch 2 Bits dranhängen. Ja, das machen wir mal, indem wir hier auf die 3 angeben, dann sehen Sie das Muster, was hier passiert. Sie werden jetzt sehen, dass natürlich innerhalb dieses riesenfetten Quadranten die ersten 4 Zahlen hier
Und die ersten vier Zahlen da, da bleibt rot immer gleich. Ja? Das Präfix von rot bleibt immer gleich hier. Dieser ganze Block hier hat das Präfix 00 rot. Hier ist 10 rot, 11 rot, 01 rot und so weiter. Wenn ich jetzt nur diesen Block angucke oder irgendeinen dieser Blöcke, ich kann irgendwo, gucken wir mal, weiß nicht, unten rechts an, dann sehen Sie, hier ist wieder dieses Muster. Diese vier Zahlen sind 0, diese sind 01 grün, ne? 10 grün, 11 grün. Und dann kommt danach wieder das Muster. Also innerhalb eines kleinen Blockes, wir können uns einen beliebigen Block angucken, hier steht 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. So habe ich jetzt die, diese einzelnen Quadranten bitweise adressiert. Und diese einzelnen Bits kann ich natürlich jetzt als Zahlen interpretieren, so wie eben auch. Das heißt, ich kann sie aufzählen. Ja, ich kann sagen, okay, wenn ich das, diese Binärzahl ist im Dezimalen auch 0, ist alles 0, ja, kein Rocket Science. Diese Zahl, das ist die 1 im Binären, okay? Das hier ist die 2, diese Zahl, das hier ist die 3. Wo haben wir dann die 4 verloren? Hat sich jemand die 4 gerade? Wo ist die 4 geblieben? Hier ist die 4, da ist sie, ne? Da ist die 4, da ist die 5, da ist die 6, da ist die 7 und so weiter und so fort. Das heißt, man kann hier jetzt auch grafisch sich eine Kurve vorstellen, die man hier durchmalt. Und das habe ich hier mal gemacht. Das heißt nämlich, was wir hier sehen, ist dieses Z-Muster, was wir eben gesehen haben. Ich habe die Kurve gemalt von 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Und je weiter ich das fortsetze, desto feingranularer wird diese Kurve, desto feingranularer wird diese Darstellung. Sie sehen also, das ist jetzt praktisch die, also die Zoomstufe 1. Hier gibt es 4 Adressen, die besucht werden von dieser Kurve. Hier gibt es dann entsprechend 16 Adressen, die Kurve sieht so aus und so weiter und so fort. Das wird immer feingranularer, dann entsteht so ein Muster. Und dieses Muster, diese Kurve nennt man eine raumfüllende Kurve. Warum raumfüllend? Naja, diese Kurve traversiert ja im Zweidimensionalen gewisse Punkte. Jeder Punkt wird genau einmal besucht, genau einmal. Und alle werden besucht, alle Punkte auf einer bestimmten Auflösungsstufe. Und diese geometrische Struktur ist ein Zwitter, ein mathematischer Zwitter, insbesondere wenn man sich überlegt, was die Dimension ist. Ja? Eine Fläche, eine zweidimensionale Fläche hat die Dimension 2, jo. Eine Kurve hat die Dimension 1, ja. Was hat diese Kurve für eine Dimension? Eine sogenannte fraktale Dimension oder Hausdorff-Dimension, 1, irgendwas, ich weiß nicht, 1,3, 1,4, ich weiß nicht genau, was die Z-Kurve hat. Eine gebrochene Dimension. Also das ist eine geometrische Struktur, die zwischen diesen Welten schwebt, zwischen dem Eindimensionalen und dem Zweidimensionalen. Und was ich jetzt machen kann, ist, ich kann meine Kartensegmente mit diesen Z-Werten aufzählen. Ja, also ich muss diese Kurve muss ich mir nicht irgendwo hinmalen, das ist nur für Sie zur Visualisierung. Aber das Entscheidende hier ist, dass ich als Adressen für diese einzelnen Segmente diese Z-Werte mir so berechne. Und frage an Sie, was für einen Vorteil hat das? Außer dass es schön aussieht, wenn ich mir die Kurve hinmale. Was für einen Vorteil hat das, wenn ich solche Z-Werte benutze? Schreiben Sie mal in den Chat rein, Lecture-Kanal. Also welchen Vorteil hat das? Außer dass es ein schönes Konzept ist. Ja? Aber welchen Vorteil hat das für die Benutzung? Also vielleicht auch nochmal als Motivation. Wir hätten ja eine motivierende Folie dazu. Für dieses Budapest-Beispiel. Für diese Adressen. Ja, also wo Sie hier sehen, Sie springen von Stufe 7 auf Stufe 8 und irgendwie sehen die Adressen hinten anders aus, müssen sie kurz nachdenken und übersetzen, das ist ein bisschen lästig, das springt da mal wild rum. Aber wenn ich jetzt Z-Werte habe, was habe ich da jetzt für einen Vorteil, wenn ich mit Z-Werten hantiere? Ja, da schreibt schon jemand ein Kartenfragment, ist neben dem anderen abgelegt. Ja, das ist eine hohe Lokalität dieser Kartenfragmente. Das sieht man ganz gut, wenn man die Kurve anschaut. Gucken wir mal sowas an hier. Ich glaube, die Kurve ist ganz gut. Also wenn Sie jetzt dieses Kartensegment an der Ecke haben wollen, dann sind die anderen in der Nähe. Also diese räumliche Nähe wird erhalten. Nicht perfekt, ja, das ist klar. Also wenn Sie zum Beispiel hier sind, dann ist ja das nächste Kartensegment nach oben rechts wäre hier. Und das ist weit weg auf der Kurve. Hier genauso, ne? Das ist relativ weit weg.
Also dieses Kartensegment ist ja eigentlich räumlich sehr nah an diesem, aber da ist jetzt dieses ganze Kurvenstück dazwischen. Das ist ein bisschen hässlich. Es ist nicht perfekt, aber es wird in großen Teilen diese räumliche Nähe erhalten. Das ist richtig. Dann kommen noch mehr Antworten. Präfixe ändern sich nicht, wenn man zoomt. Richtig, das ist die richtige Antwort. Haben mehrere geschrieben. Alle Kinder haben den gleichen Präfix wie das Parent-Element. Exakt, das ist die entscheidende Eigenschaft. Wir bilden etwas Zweidimensionales auf einer Dimension ab und können über die Präfixe Kinder zu Eltern suchen. Genau, das ist das, was hier passiert. Und das sehen Sie auch wieder gut an dieser Darstellung. Sie haben also, wenn Sie sich in dieser Binärdarstellung bewegen und in dieser zeichenweisen Darstellung, dann sehen Sie hier, der Parent hier, das ist ja praktisch hier der Parent-Knoten für diesen ganzen Bereich. Alles, was da drin ist, alle Kind-Knoten, die da drin sind, müssen mit 0, 0 anfangen. Alles, was im linken oberen Bereich der Karte ist, hat vorne 2, 0. Boom. Und das wird sich niemals ändern. Und wenn Sie dann nochmal aufteilen, nochmal durch 4 teilen, dann haben die nächsten wieder entsprechend dieses Muster. Ja? Alles links oben hat die 0, 0. Hier auch, ne? Weil ich hier in also wir gehen mal hier wieder in 2 rein, dann sieht man das. Genau, wenn Sie hier aufteilen, haben Sie wieder das Muster. Das heißt, wenn dieser Knoten, wenn dieses Kartensegment weiter aufgeteilt wird, dann hat alles da drin das gleiche Präfix. Und das heißt, wenn ich mich jetzt bewege in der Karte, wenn ich den Zoom-Level verändere, heißt das, wenn ich weiter reinzoome, hänge ich Bits dran. Wenn ich rauszoome, nehme ich Bits vom Suffix weg. Ja, wenn ich zum Parent-Node will, von diesem Knoten, lasse ich einfach die 1, 1 weg und bin ich bei der 0, 0. Alles gut. Ja, wenn ich weiter reinzoomen will, hänge ich irgendwelche Suffixe dran. Ich hänge weitere Bits dran, um weiter reinzuzoomen. Und das ist eine viel natürlichere Repräsentation, weil sie direkt diesem Verhalten entspricht, was ich sowieso in Google Maps mache. Ja, ich bewege die Karte mal nach links, rechts, oben, unten. Aber beim Reinzoomen, da will ich ja nicht, dass die Karte sich irgendwie verschiebt, sondern da gehe ich ja weiter rein und gehe ich weiter raus. Und das wird jetzt genau durch diese Präfixdarstellung unterstützt. Das sind Z-Werte, ein ganz tolles Konzept aus der Informatik. Es gibt, was zum zweidimensionalen Indizieren geeignet ist. Und ja, hier kommen noch ein paar Fragen. Kann man solche Muster auch im dreidimensionalen Bereich erzeugen? Kein Ding, geht. Das kann man beliebig mehrdimensional machen. Da gibt es aber dann ein paar Probleme, dass diese Lokalität nicht mehr so gut erhalten wird. Und das führt dann leider zu Performance-Problemen. Also in niedrigen Dimensionen, 2, 3, 4 Dimensionen, funktioniert das noch relativ gut. Aber für höhere Dimensionen kann man das jetzt relativ gut machen. So, und jetzt sind Sie dran. Und jetzt, was hat das mit unseren Indexen zu tun, die wir gerade besprochen haben? Wir haben eindimensionale Indexe besprochen. Jetzt habe ich Ihnen diese Z-Kurven gezeigt. Und was jetzt? Wie indizieren wir jetzt unsere Teils? Also wenn wir nochmal zurückgehen auf unsere Ausgangsproblematik, wo war sie denn? Sowas hier. Na, das ist der Index, den wir bauen wollen, als Beispiel. Und natürlich kann ich Länge und Breite irgendwie umrechnen auf so Z-Werte, das ist kein Ding. Aber was mache ich jetzt mit den Indexstrukturen? Was für Indexstrukturen benutze ich jetzt, um das zu realisieren? Das ist die große Preisfrage. Und auf was für einen Index führt das? Lassen Sie mal den Zoom-Level weg. Aber nur wenn wir mal dieses Problem angucken, wir haben x und y, wollen das irgendwie abbilden. Und was für einen Index nehme ich jetzt? Das ist die Frage. Ja, wir hatten ja hier diese mehrdimensionalen Range-Queries angeschaut. Ich habe Ihnen aber nicht erzählt, wie man die umsetzt. Wir haben aber angeguckt, Präfixanfragen und wir haben angeguckt diese Intervallanfragen ganz am Anfang. Also sowas. Ja. ISAM habe ich Ihnen erzählt, das kann man leicht umsetzen, ist aber eine eindimensionale Anfrage. Ja, und jetzt, wie unterstütze ich so mehrdimensionale Anfragen in so einem Google Maps oder OpenStreetMap, whatever Index? Was ist jetzt der Trick? Vielleicht haben es einige von Ihnen schon gesehen, aber wie muss ich das jetzt umsetzen? Wie kann ich jetzt in einem Index so eine Anfrage unterstützen, die mir beispielsweise ein zweidimensionales Fenster gibt. Also eine mehrdimensionale Anfrage, die mir genau dieses Fenster gibt. Wie kann ich das jetzt umsetzen mit so einem Index? Da sind Sie jetzt dran. Überlegen Sie nochmal, ich zeige Ihnen nochmal die Kurve. Also wir haben ja diesen Datenraum aufgezählt. Ne? Und jetzt haben Sie irgendwie ein Fenster, das befindet sich irgendwo so, befindet sich irgendwo so, ja, wo auch immer Sie das Fenster dahin schieben. Und das wollen Sie jetzt
als Anfrage schicken an ihr System, weil das System soll ihnen diese ganzen Karten schicken. Wie machen sie das? Und da schreibt jemand. Oberstes linkes Element bis unteres rechtes Element. Richtig, das ist genau der Trick, den sie hier spielen. Das heißt, wenn sie jetzt so ein eine zweidimensionale Anfrage haben, ja, also ein Fenster, was hier drauf liegt, dann können sie praktisch gucken, meine obere linkere Kante, wo liegt die denn? Wo liegt meine obere linke Kante? Sie berechnen den Z-Wert, nehmen die untere rechte Ecke von einem Rechteck, berechnen den Z-Wert und das ist ein Intervall. Und dann wird immer gelten, dass der rechte untere Wert ist größer gleich dem linken oberen Wert. Surprise, surprise, das ist eine Intervallanfrage. Diese Intervallanfrage können Sie direkt auf so einen Index losschicken. Der Index gibt Ihnen alle Elemente, die sich potenziell qualifizieren und Sie sind fertig. Und wie Sie auch schon richtig bemerkt haben im Chat hier, Benedikt hat das gesagt, kommt aber eventuell zu viel raus. Warum kommt eventuell zu viel raus? Na, gucken Sie sich mal an, was passiert, wenn Sie nach diesem Algorithmus vorgehen und sagen, okay, nehmen wir mal hier ein Beispiel, stellen Sie sich vor, das Fenster liegt hier. Ja, Sie wollen das haben. Dann kriegen Sie auch das. Sie kriegen diesen ganzen Bereich hier und Sie kriegen das. Also Sie haben diese ganze obere Ecke, kriegen Sie zurück als Verschnitt, als Sachen, die eigentlich sich nicht qualifizieren in der Anfrage. Das kann man aber relativ leicht reparieren, wenn man die Anfrage nochmal aufteilt. Ja, wenn man größere Anfragen mit viel Verschnitt nochmal aufteilt. Also im Prinzip ändert das nichts. Ich kann diese mehrdimensionale Anfrage, die zweidimensionale Anfrage, kann ich mit Hilfe der Z-Werte umwandeln in ein eindimensionales Intervall. Naja, dann fällt Ihnen ein Moment, eindimensionale Intervalle kann ich unterstützen durch so einen einfachen Index mit dieser ISIN-Property und ich bin im Grunde fertig. Ja, das heißt, auch mehrdimensionale Anfragen können beantwortet werden durch einen eindimensionalen Index, zumindest in niedrigen Dimensionen und wenn man noch ein paar extra Vorkehrungen trifft. Aber die Grundidee ist diese Linearisierung. Die Linearisierung von mit Hilfe von Präfixen, ne, mit diesen Codes hier oben, mit diesen Z-Werten, die ich dann als Schlüssel in meinem Index benutze. Ne? Also ich muss die nicht als Bits eintragen, ich kann die als Integer direkt eintragen. Das ist dann der Schlüssel in meinem Index. Und das ist dann der Schlüssel, den ich für eine Punktanfrage benutzen kann, aber auch für eine Intervallanfrage in diesem Index. Und damit ist das Problem gelöst. Also das ist wieder auch ein bisschen Faulheitsprinzip, dass ich sage, wie ich am Anfang mal gesagt habe. Und man hätte ja auch Folgendes machen können. Ich hätte auch sagen können, ah ja, mehrdimensionale Indexe, ach Mist, wie mache ich das jetzt? Schreibe ich mir eine neue Indexstruktur? Nee, kann man machen. Ja, gibt es auch viele gute Gründe. Es gibt viele hochdimensionale, mehrdimensionale Indexstrukturen, kann man auch schreiben. Aber warum soll ich das denn tun, wenn ich durch einen einfachen Trick das Problem auf ein existierendes abbilden kann, auf eine existierende Lösung? Ja? Das heißt, diesen Index, den Code des Index, muss ich überhaupt nicht anfassen an dieser Stelle, weil für den Index ist das immer noch ein eindimensionales Indizierproblem. Ich muss nur von außen ein paar Vorkehrungen treffen, dass ich das übersetze, dass ich Anfragen übersetze, dass ich diese Abbildung übersetze. Der Index selber sieht ein eindimensionales Problem, kann es genauso behandeln wie vorher auch. Das ist eine Anwendung des Faulheitsprinzips. Und solange das gut funktioniert, ist das die beste Lösung. Erst wenn ich sehe, okay, nee, die Performance, die ich erreichen will, kriege ich damit nicht hin. Da gibt es bestimmte Probleme, die kann ich damit nicht lösen. Okay, vielleicht muss ich dann irgendwann mal mir einen anderen Index holen, eine andere wirklich mehrdimensionale Struktur. Aber solange das funktioniert, ist das die beste Möglichkeit, die Sie hier wählen können. Ja, das war es, denke ich, von meiner Seite für heute. Das war das Z, waren diese Z-Codes. Schauen Sie sich meines Notebooks, das ist eine ganz tolle Sache aus der Informatik, wo man auch mal was Schönes visualisieren kann. Ich hoffe, ich konnte Ihnen ein bisschen was zeigen zum Thema Datenbanken. Es war eine kurze, knappe Einführung, nur anhand jetzt dieser Applikation Google Maps. Ich denke, Sie haben ein bisschen was gelernt und ein bisschen Vorstellung davon bekommen, was man mit Datenbanken so machen kann. Führt natürlich alles noch viel weiter. Gibt es Vorlesungen dazu im vierten Semester, spätestens die Big Data Engineering. Gibt auch eine Stammvorlesung, die macht dann danach Sinn. Fünften Semester, würde ich sagen. Und auch viele Spezialvorlesungen. In dieser Vorlesung geht es jetzt weiter mit einem anderen Thema, Machine Learning. Maschinelles Lernen, auch eines der Herzstücke von Data Science und AI. Also oft, wenn Data Science, wenn Leute Data Science meinen, meinen sie Machine Learning. Wenn sie AI sagen, meinen sie Machine Learning.
Also in Data Science und AI ist Machine Learning irgendwie doppelt drin sozusagen. Und das wird Bernd Schiele machen. Am Donnerstag gibt er eine Einführung von Machine Learning. Wir sehen uns dann im Dezember wieder. Da werde ich Ihnen kurz in dem Jupyter-Notebook ein bisschen zeigen, wie Machine Learning im Notebook funktioniert. Aber die theoretische konzeptuelle Einführung wird Bernd Schiele machen. Soweit von meiner Seite für heute. Ich wünsche Ihnen alles Gute, bleiben Sie gesund und ich bin jetzt noch verfügbar im Audiokanal von Discord. Bis dann.